Eins, zwei, drei. Wie lange wollen wir das machen? Okay, jetzt. Es reicht. For he's a jolly good fellow. Moin, moin und hallo. Und hallo zu einer weiteren Ausgabe des, mein Stuhl quietscht sehr komisch, zu einer weiteren Ausgabe des MTV Game One Plauschangriffs. Ich bin der Gregor. Ich bin Wolf. Ich bin der Simon und freue mich. Ich muss kurz überlegen. Und freue mich auf diesen Resident Evil Podcast. Ja. einer muss den ja machen. Ja, wir haben eine kleine Überraschung für euch Zuhörer. Wir werden ihn diesmal nicht löschen. Einfach so ein kleines Bonbon für euch. Was von ich, uns. Ich reiche dir mal den Wunden einfach rüber. Da ist der Salzstreuer. Bitte rein damit. Wir machen den, irgendwann machen wir den schon nochmal, den Resident Evil. Den machen wir schon nochmal nach mit ich tue Buße Bier. Ich brauche aber wirklich Zeit auch dafür, um bis ich wieder mich wieder reinfinden kann in das Thema. Man muss wieder eingrooven. Man hatte einmal alles gesagt. Er war so lustig. Er war super. Der Podcast wäre der beste aller Zeiten. Und nackte Frauen kamen. Das kann man nie wieder, das kann man nicht kopieren. Nee, das stimmt. Das war so. Also ich habe noch die Spur von Simon habe ich halbwegs retten können. ja, super. Wo sich alle da gerade anhören, als ob die gerade in der Räuberhöhle stecken. Also außer Simon. Ist das Wichtigste ja eigentlich komplett, oder? Eigentlich schon, ja. Ich kann nur deine Textstellen nehmen und die zusammenschneiden in den Simon-Redecast. Und dann tun die so, als würden die anderen mitreden. Ja, so wie im richtigen Podcast auch. Ja, genau. Also, sehr schön, dass man schon gehört hat am speziellen Intro jetzt diesmal, dass wir natürlich den Resident Evil Podcast machen. Ja. Nicht. Wer findet den Fehler? Ja, wer findet den Fehler? Nein, das Thema heute, ein ganz, ganz großes Thema, hat auch gerade Aktualitätsbezug gehabt, weil ich glaube, die Halo Reach Beta ist zu Ende gegangen gestern, oder? Wie, zu Ende gegangen? Ja. Okay. Ja. Obwohl sie noch ein bisschen verlängert wurde, aber jetzt ist sie am Ende, möchte ich sagen. Ja, ich bin gerade umgezogen und habe keinen Online-Zugang und habe mich eigentlich darauf gefreut, noch mal die letzte Map jetzt anzuspielen. Einweihungsparty mache ich, sobald ich einen Bezug für mein Sofa habe. Aber du hast schon ein Sofa. Das alte halt, nur ohne Bezug, weil die Katze hat sich durchuriniert durch meine Wohnung. Ja, und von dieser Tangente kommen wir natürlich zum allübergreifenden Thema Halo. Der Freude. Ich bin krank. Er hat das Mikro 4 Meter weit weggehalten und trotzdem war das wahrscheinlich unglaublich laut. Ich hab's nicht verstärkt, oder? So jetzt auf der Spur. Das war original Lautstärke gerade. Ich bin krank. Aber ich habe sogar extra, weil ich so eine männliche Stimme habe, gestern meine Mailbox besprochen neu. Hallo, ich bin Simon Kretschmer. Ja, hallo, da ist der Simon nicht da. Piep. Ich bin nicht krank, ich klinge immer so. Ja, warum nicht? Ich glaube, ich muss dich öfter anrufen. Deine Barry White-Stimme sozusagen. Jetzt klinge ich wie die deutsche Stimme von Master Chief. Also so gequält, hart. Klingt die nicht wie Elton? Ach nee, er war nicht der Master Chief. Nee, Elton? Ja doch, Elton hat schon eine Stimme. Ja, aber nicht der Master Chief. Nee, also das war ja auch... So weit kommt es noch, ey. Habe ich erwähnt, dass ich damals diesen Job kriegen sollte, den Elton bekommen hat? Wollte ich nur noch mal erwähnen. Erwähne es nochmal. Ich habe ihn nicht bekommen. Es ist, glaube ich, warum eigentlich? Ja, in Kreisen bekannte Tatsache. Ich weiß auch nicht. Du hast eben keine Brille. Weißt du, das Geile ist, es ist auch so gemein, sie fragen dich erst, ob du es machen willst, dann freust du dich schon, dann sagen sie, ach nee, war doch dieser andere Dicke mit der Brille. Ich sollte in ODST eigentlich auch so einen Helden spielen, aber dann wurde es Nathan Fillion. Fand ich auch ein bisschen... Ja. War ich ein bisschen enttäuscht, sollte ich eigentlich aber... Ja, nachdem er schon die Hauptrolle im Firefly weggenommen hat. Ja, ja, eben. Genau. Fand ich auch ein netter Typ, aber dann muss ich nochmal mit ihm reden, das ging nicht. Worüber reden wir nochmal? Ja, wir reden über das Thema, was auch ein Thema ist, was sehr oft gewünscht wurde bisher in den Podcast-Mails. Und wer wären wir, um nicht den Fans nachzukommen, die das gerne hören wollen? Der Halo-Podcast. Yeah. Der, endlich ist er da. Groß angelegt, mindestens 45 Minuten. Wir haben jetzt nichts vor, Freunde. Wir haben jetzt schon 45 Minuten, glaube ich. Nee, aber es hat sich ja gerade momentan eben angeboten mit der Halo Reach Beta, dass das Thema wieder voll im Trend war, was ja eh alle paar Monate wieder mal passiert. Und ja, wenn nicht, wann jetzt? Ne? Dass wir dementsprechend einen Halo-Podcast machen. Und ich habe mir hier aus der Redaktion natürlich die zwei, ja, würde man sagen, größten Halo-Fans. Sag ruhig Nerds.
Das ist, ist schon okay. Also die größten Halo Nerds, die haben zusammengesucht. Plus Trant, der hat versprochen, zwischendurch nochmal vorbeizugucken. Weil er die ersten Teile auch mit sehr viel Enthusiasmus durchgespielt hat. Ja, und dann kommt er und sagt dann, aber dritten Teil, habe ich nicht gespielt. Habe ich nicht gespielt, ich hatte eine 64. Ja, ich hatte die Augenfäule wieder und das ging nicht. Nee, ja, stimmt schon. Sind wir auch eigentlich kann man auch verzichten. Nee, aber Halo, ich meine, das ist ja nicht für euch nur ein spezielles Thema, sondern also so ziemlich jeder, der in den letzten 10 Jahren was mit Gaming zu tun hat, hatte auf die eine oder andere Art mit Halo irgendwas zu tun. Und bevor wir in die eigentlichen Spiele einsteigen, erzähl mir mal so, was bedeutet Halo für euch und wie seid ihr damals da rangekommen? No? Soll ich anfangen? Ja, bitte. Ja, Halo war, ich weiß noch, das allererste Mal, dass ich Halo überhaupt gesehen habe, was gehört hatte, war, als ich für Giga Games damals bei den Bungie-Leuten war. Mhm. Und halt, es hieß hier Halo und so. Ich hatte mich vorher halt ein bisschen informiert und hatte vorher auch die Sachen immer ganz begeistert anguckt, als Halo noch für den Mac rauskommen sollte, und dann war es ja erst als Echtzeit-Strategiespiel geplant und letztendlich kam es dann, war es als Open World Erforschung des Halo-Ringes für Mac dann geplant, auch nachdem man klar gemacht hat, okay, ist doch kein Echtzeit-Strategiespiel. Da fand ich es saugeil, wusste aber noch nicht so recht, was damit anzufangen. Ich fand halt nur die Optik geil und dieses außerirdische Design so ein bisschen. Fand ich toll. Und dann habe ich es zum ersten Mal wirklich als Spiel gesehen bei Bungie und war wirklich erst so, ach na ja, ja, cooles Spiel, mal gucken, ob das was wird. Und dann haben wir irgendwie die Jungs so ein Multiplayer-Match mit uns gemacht, wo ich jetzt im Nachhinein in der Retrospektive in so einem Artikel einer der Entwickler gelesen habe, dass die es damals irgendwie erst einen Monat vor Release den Multiplayer-Modus überhaupt hingekriegt haben. Dann, was halt so heißt, so, oh, die waren auch noch so richtig, in letzter Sekunde so dabei. Und der Multiplayer-Modus hat so viel Spaß gemacht. Ich habe natürlich auch gewonnen. Ich war in dem Team, das gewonnen hat, möchte ich dazu sagen. Aber das war, so hat man Halo 1 eigentlich, glaube ich, nie gespielt. Das waren, lass mich nicht lügen, das waren, glaube ich, 6 gegen 6. Oder wie viel konnten maximal spielen? Ich weiß es nicht, aber es war das Maximum im LAN, was man ja eher selten hat. Also gerade Halo 1 hat nicht so. Das war schon beeindruckend, so mit dem Panzer und alles, das war alles so neu und groß und geil. Und da habe ich dann zum ersten Mal wirklich gemerkt, okay, das könnte ein Spiel sein, dass das dir echt gut gefällt. Also nicht nur gut, sondern wo du so lange, lange noch von zehren kannst. Und so ist es letztendlich auch gekommen. Also ich war Fan, so wenn man so will, ab den ersten Szenen, ab diesem ersten endlos langen, der so ein bisschen auf filmisch inszeniert wurde, Trailer, wo man gesehen hat, wie zwei Soldaten quasi so Aliens beobachten und die dann wegsnipern und dann in den Tunnel rein und dann in diesen Untergrundbahnen rumlaufen, am Ende erschossen werden, rausfliegen wieder aus dem Laden. Ab da war klar, okay, das ist irgendwie, mal gucken, was da wird. So, ich hätte nicht gedacht, dass es sich so verändert. Es hat sich ja dann doch im Vergleich zu dem, was vor Halo 1 war und was es dann am Ende wurde, hat sich doch schon sehr stark verändert. Aber trotzdem hat es mir immer gefallen. Ich glaube, es liegt auch an diesem Mythos des Master Chiefs, der ja auch in dem Trailer dann schon am Ende kam, mit irgendwie so der Einzige, der so ein Schwert hatte und halt quasi alle flüchten und er ist der Einzige, der halt der Gefahr entgegenrennt. Da war schon klar, okay, der Typ hat Dampf. Und das war cool. Und dann, ja, wie gesagt, habe ich mich ein bisschen informiert, so das Buch gelesen und so, und dann kommt man ja schnell rein in das Feeling. Und ab da war es dann auch Geschichte. Ich meine, die haben ja auch immer einen Cliffhanger in jedem Teil, sodass man immer mehr wissen will. Und so hat sich das dann ergeben. Ja, wir sind ja eh schon in die Prequel-Diritis sozusagen. Ja, genau. Es gibt ja alle Sidequels, Prequels, weiß ich nicht, wie die heißen. Aber anders als bei Star Wars, finde ich, klappt das bei Halo ja auch noch ganz gut mit den Prequels. Ja. Also da ist jetzt noch kein Spiel, ODST werden wir auch noch wahrscheinlich drüber sprechen, das spaltet ja so ein bisschen die Leute, aber im Großen und Ganzen haben die das bislang schon ganz gut hingekriegt, die Mythologie nicht irgendwie durch ein schlechtes Spiel zu zerstören. Also Midi-Chlorianer sind da jetzt noch nicht aufgetaucht. Noch nicht. Ja, aber sie haben ja auch dafür in den Büchern komplett erklärt, wie so ein Spartan-Kämpfer entwickelt wird, wie das Programm funktioniert. Gab es zuletzt ja auch den Werbespot, glaube ich, wo der eine sich dann Ersatzflüssigkeit in die Venen schießen lassen muss. Da kommen wir wahrscheinlich auch noch auf zu den ganzen Real-Action-Trailern, wobei ich sagen muss, gerade der aktuelle für Halo Reach fand ich jetzt irgendwie ein bisschen doof. Der war zu plump. So. Der hat mich sehr erinnert an dieses StarCraft 2, an den Trailer, wo der eine seinen Anzug kriegt. Achso, es ist so dasselbe Prinzip, nur ein bisschen schlechter, fand ich. Aber die davor haben mich total geflasht. Also ODST, der Trailer, hat mich unglaublich geflasht. Oder auch zu Halo Reach, die Render-Sachen. Also wir reden ja später nochmal drüber. Die schaffen es auch, sage ich mal, mit guten Kurzfilmen und Werbespots immer dieses Gefühl noch zu vergrößern. Diese Epic noch größer zu machen, als sie durch die Spiele eigentlich ist. Und das war immer, glaube ich, so ein Highlight auch der Halo-Serie. So habe ich es empfunden. Dass sie mehr drumherum machen, als in den Spielen tatsächlich da ist. Und man dann das Gefühl hat,
Weißt du, es wird immer größer und aufgeblasen. Du bist ein Teil eines ganz Großen, genau. Und du lernst immer mehr kennen. Und vor allem, du siehst es ja als, es gibt ja Comics, es gibt ja irgendwie die Spiele, es gibt die Bücher, es gibt dann auch die Kurzfilme, es gibt ja ganz viele Medien, die alle das Ding so ein bisschen versuchen zu interpretieren. Also das Phänomen Halo. Und dadurch hat man so verschiedene Ansichten, verschiedene Perspektiven, was das Universum größer macht. Ja. Und neu dazugekommen ist auch Michael Wendler. Hast du noch nicht gesehen? Boah. Ganz, ganz groß. Das verlinken wir aber auch, oder? Das verlinken wir hundertprozentig. Oh, ohne Scheiß. Ja, Michael Wendler als Master Chief aus einer Space Station, glaube ich, mit Aliens, die sich verkleidet haben als Dieter Bohlen und Heino. So in etwa. So ich konnte es auch echt nicht glauben. Ich dachte irgendwie, das ist jetzt irgendwie so ein fanproduziertes Fake-Ding. Aber nee, das ist sein neues Musikvideo. Ist der Master Chief. Wirklich, der Original. Es ist unfassbar. Bitte angucken. Master Chief heißt übrigens jetzt Master Gerade, habe ich mir sagen lassen. Ich sollte den einbauen. Aber den hat er sich nicht aufgeschrieben. Auf seiner Themenliste. Kollege Nils hat mir aufgetragen, den einmal hier mit rein zu tun. Nils hat heute irgendwie seinen lustigen Tag. Ich merke anscheinend. Ob das der lustige Tag ist, weiß ich jetzt nicht. Also für Nils ist es der lustige Tag. Und dann kannst du dir überlegen, wie seine nicht lustigen Tage sind. Es sind die Medikamente, die wohl nicht gewirkt haben. Nee, das Wendler-Video wird auf jeden Fall nochmal verlinkt und du wirst eine helle Freude daran haben, Simon. Erzähl du doch mal ein bisschen, Wolf. Halo. Also meine Berührung mit Halo, die ist gar nicht eigentlich so ausschweifend wie deine. Ich habe ganz schlicht einfach irgendwann den ersten Teil gespielt. Also es war noch bei Giga Games. Und ich habe mitgekriegt, dass du dann großer Fan von Halo warst. Und ich hatte auch ganz frisch die erste Xbox damals. Und da fing das gerade erst so an, dass die ganze Fachpresse gemerkt hat, was für ein geiles Ding das eigentlich ist. Das muss man auch sagen, die haben es erst recht spät gemerkt, dass Halo eigentlich ziemlich cool werden könnte. Also man kann sich's ja gar nicht vorstellen, aber in der Zeit vor Halo, also da hat sich's langsam erst rumgesprochen, was das eigentlich für ein krasser Shooter ist. Ja, vor allem die Vorurteile, was ein Shooter auf Konsole kommt, das kann doch nichts werden. Ist doch lächerlich. Und auch Consoleros meinten immer, ey, naja, ich weiß auch nicht, ob das was wird. Das wird doch bestimmt wieder scheiße. Absolut, das war auch noch voll in der Ära, da haben wir im Rare-Podcast drüber gequatscht, da ging ja alles nicht über das goldene Auge sozusagen. Ja, richtig, das war so der Da kann Dinge. Nichts dagegen anstinken, das wird immer das ewig Beste sein. Ja, und Nintendo noch der König der Ego-Shooter, das ist kaum zu glauben. Ja, aber dann kamen halt so die ersten Tests und wie gesagt, auch du hast dann gesagt, ey Halo, echt ein geiles Ding und ich habe es einfach mal mitgenommen. Und ich war wie im Fieber. Also wir hatten immer Mitternacht, Feierabend, ab nach Hause und ich habe dann bestimmt noch bis 5 Uhr morgens gespielt. Und ich fand das so geil. Also ich habe so eine Shooter-Erfahrung habe ich seitdem nicht mehr gehabt. Ich konnte auch am nächsten Tag, das Arbeiten war ganz schwer, weil ich die ganze Zeit an Halo gedacht habe. Es war richtig schlimm. Ich wollte nur den Tag hinter mich bringen, zurück in meine kleine muffige Butze, Vorhänge zuziehen und weiter Halo zocken. Also das war so mein erster Kontakt. Ich war relativ unbeleckt. Hätte mir genauso gut auch nicht gefallen können. Verkneifst dir. Ja, ich verkneif's mir. Unbeleckt. Ja. Ja, aber hier, Kommentarbereich, das ist quasi euer Spielplatz. Da könnt ihr die schlechten Gags reinpusten. Ja, gerne. Also was Gregor nicht verwurstet, das könnt ihr dann machen, liebe Leute. Das war irgendwie meine gar nicht so spannende Geschichte. Ich habe es einfach gespielt, fand es unglaublich geil und bin seitdem glühender Fan. Das war's. Hol dich dann immerhin. Boah, wie langweilig, ey. Boah, aber die sind ja, also Halo ist ja eh durch die Releases, die bisher durch das ganze Jahrzehnt gekommen sind, immer so gut ausgespaced gewesen, dass du quasi wieder dich immer auseinandergefächert sozusagen die Releases. Es ist ja nicht so, dass du in einem Jahr 3 Halo-Titel hattest, sondern dann immer, dass es vorher immer wieder richtig neu entfacht werden kann. Ja, es war wirklich immer 2 Jahre so dazwischen. 2 bis 3 Jahre ungefähr dazwischen. Finde ich übrigens auch sehr gesund. Ja. Also ich merke man heute ja nicht mehr. Genau, ich merke es an mir selbst. Ich glaube, wenn jetzt jedes Jahr ein neues Halo rauskäme, dann würde es mich irgendwann auch echt langweilen. Also ich bin auch nicht so einer, der permanent alle 6 Monate irgendwie so die nächste Episode haben will. Und noch eins, gib mir das nächste Sequel. Man hätte sogar sich ODST im Grunde sparen können. Eigentlich schon. Aber es war ja im Grunde auch als Mission Disc geplant nur und wurde dann größer. Also ja. Halo ODST passt auch irgendwie einfach nicht so richtig rein. Egal wie man es dreht und wendet, es bleibt ja immer so eine Ecke. Mir gefällt es ja echt ganz gut. Aber darauf kommen wir noch, wenn es soweit ist. Genau. Ich muss dann auch, also es ist total nachvollziehbar, wie ich als einziger nicht wirklich Hardcore-Halo-Fan in der Runde kann die Faszination natürlich dadurch verstehen, wie das dann aussieht. Und ich bin auch damals, also der ganze Hype im Vorfeld, den habe ich damals auch ähnlich mitbekommen, Simon. Weil damals habe ich noch ein Internetcafé eben geleitet und dort war es eben, als die ersten Videos aufgetaucht sind, erstmal mit der Mac-Version von Halo geplant als Strategiespiel. So 99, 98, wo die ersten Trailer gekommen sind, ist ja damals noch vom relativ unbekannten Entwickler Bungie, damals noch unbekannt, dann eben zusammengebaut worden, die bis dahin nur eine Handvoll Macintosh-Spiele gebaut haben, wie Marathon, fällt mir jetzt als einiges ein, was so ein Weltraum-Ego-Shooter war, der nochmal auf Xbox Live Arcade gekommen ist. Ich glaube, da konnten sich die Leute dann das nochmal angucken. Ich habe mir den dann nachträglich nochmal angeschaut. Ich mir auch letztens erst. War nicht so besonders. Nachhinein muss man echt sagen, also es lässt jetzt keine Rückschlüsse über Halo zu, aber ihr erstes Spiel Marathon, das war schon
Eine ziemliche Gurke, ey. Ja, man merkt schon, es wurde damals in den Mac-Kreisen hochgehypt, weil die einfach nicht diese Äquivalente auf dem PC hatten. Ja, auf es gab halt schon kaum Spiele für Mac. Genau, auf dem PC vor allem die ganzen geilen Ego-Shooter, die du dort nicht umsetzen kannst. Ich kann das hier nicht noch so in der Endzeit vom Amiga, wo dann mehr schlecht als recht Ego-Shooter, neue Ego-Shooter aufgesetzt wurden. Da gab es auch Gloom mit einem G, anstatt einen anderen bekannten Shooter, wo die einfach neu nachgemacht wurden, wo die Amiga-Fans total einen sich abgefreut haben, aber das war eigentlich auch ein Scheißspiel im Grunde. Man muss schon sagen, es hat aber auch Halo geholfen, dass es eben dann dass Bungie aufgekauft wurde von Microsoft, weil letztendlich hätte das nie so ein breites Publikum gefunden auf Mac, das ist ja klar. Absolut. Also, das wäre wahrscheinlich noch nicht mal zu einem zweiten oder dritten Teil gekommen, weil es wäre rausgekommen, es hätte kaum einer kaufen können, weil keiner hat einen Mac und alle hätten gesagt, oh, ist aber ein cooles Spiel. Aber wer kann schon spielen? Ja, es ist genau in die richtige Richtung eigentlich gegangen, wenn du es an sich bedenkst zur Zeit, wo Halo dann rausgekommen ist. Der erste Hype eben noch als Strategiespiel für den Mac und dann ist es langsam dann eben als Shooter auf den PC rübergewechselt, noch bevor Microsoft dann rangegangen ist. Und ich weiß noch damals im Internetcafé, die ganzen Kunden, die dort waren, ey, hast du schon den neuen Halo-Trailer gesehen? Und das Halo wird das beste Spiel ever. Das habe ich mir zweieinhalb Jahre wirklich fast täglich anhören müssen, wie geil Halo für ein Spiel wird. Und dann kam raus, Microsoft hat Bungie aufgekauft und bringt es als Exklusivtitel für die Xbox raus. Genau, dann so zeitexklusiver Titel vor allem, weil die PC-Version ist ja noch gekommen, aber so anderthalb, zwei Jährchen später ungefähr, als es keinen mehr auf dem PC interessiert hat. Aber man kann ja damals schon einfach sagen, wenn Halo als nur PC-Titel rausgekommen wäre und dann wäre eigentlich logisch gewesen von der Zeit her, weil dort war, damals war Ego-Shooter eigentlich PC. Ja. Na, wenn du Ego-Shooter rausgebracht hast, musst du auf dem PC sein, weil auf Konsole da so eine Handvoll Beispiele, wie es funktionieren kann. Aber jetzt... Das war nicht das richtige Genre, was wirklich hauptsächlich auf der Konsole stattfindet. Ego-Shooter mehr nebenbei. Wenn es auf dem PC rausgekommen wäre, hätte es vielleicht ein bisschen untergehen können in der Masse an anderen Shootern, die dort existiert haben. Was Halo dann aber letztendlich gemacht hat, und das habe ich mir damals auch, was auch der letzte Halo-Teil war, den ich eher extensiv gespielt habe, verglichen mit den anderen. War Halo 1. Halo 1. Halo 1, also wo... Davor wo alle. Direkt ist ja klar, dass das der Titel war, den man sich mit seiner Xbox zusammen gekauft hat, auch wenn die Schweine teuer, glaube ich, damals gewesen ist, so knapp 460 Euro, glaube ich, zum Beginn. Ich habe letztens mit irgendeiner Frau, ich weiß gar nicht mehr, warum, über Spiele geredet, war halt interessiert, dass sie tatsächlich früher gespielt hat. Und sie meinte, ich musste so lachen, pass auf, sie meinte, ja, früher habe ich mal beim Freund eine Xbox gespielt, aber da waren meine Hände noch ganz klein, glaube ich, sagte sie. Und ich musste so lachen, weil das war das riesen Scheiß-Pad. Ja. Und sie zweifelte nicht am Pad, sondern sie zweifelte an der Größe ihrer Hände damals. Es ist so, sie meinte, als ob sie seitdem, weißt du, so richtig erwachsen und groß geworden ist, doppelt so große Hände. Da müssen wir auch lauter Sprüche verkneifen. Nein, das Pad ist aber noch halt so klein geworden. Ziegelstein kann sich da noch einer dran, hat das mal einer in der letzten Zeit in der Hand gehabt? Ja, hatte ich. Eine unfassbar. Allein also die Hälfte des Platzes für dieses fette grüne X in der Mitte. Also genau, wo man die dämlichste Platzverschwendung von so einer Peripherie, die ich je gesehen habe, einer Konsole. Ja, das ist totales Microsoft-Branding eben. Kennt ihr das Penny Arcade-Comic mit dem Erfinder, der dieses Pad erfunden hat? Der hat dann aber so 3 Meter lange Hände. So, sie zeigen ihn so. Er hat aber Riesenhände. Es gibt auch den Penny Arcade-Comic, den muss ich glaube ich auch nochmal verlinken, wo der eine den Xbox 1-Controller gegen Bären austauscht. Ja? Und er sagt, es liegt besser in den Händen jetzt auf einmal. Ja, das ist schon krass. In der Rückschau genauso lächerlich ist eigentlich das Cover-Artwork von Halo 1. Also wenn ich es mir jetzt mal angucke, das ist unfassbar hässlich. Also dass das Spiel Erfolg werden konnte, liegt glaube ich nicht am geilen Design, zumindest von der Packung des ersten Teils. Wie diese Typen auch. Man müsste es sich nochmal angucken. Also vielleicht irgendwie auch das ist so schlechtes Airbrush oder so. So Sci-Fi-Airbrush der 80er. Ja, aber genau so wie am Rummel irgendwie, weißt du, so beim Breakdance. So schlecht angesprayt, genau, Typen, so Michael Jackson und Madonna. Die Typen, die mit so Tellern und alles so Universenszenen auf dem Boden machen. Genau. Und die das dann, oh hier, 50 Euro. Viel zu viel und mies. Ah, das ist echt unfassbar, dieses Bild. Man kann fast sagen, dass das Halo 1 trotz solcher Widrigkeiten, die dazu gekommen sind, ich hätte ja auch nicht gedacht, dass es so losknallt, weil damals hat es mir auch Spaß gebracht, aber natürlich, ich habe mich da jetzt nicht so tief fallen lassen können, weil ich eben kein großer Ego-Shooter-Spieler bin, aber man hat schon erkannt, es ist ein gutes Spiel, ne, und ist vor allem auch
an sich in der ersten Spielebibliothek, die für die Xbox kam, auch das einzig gute Spiel fast schon. Na, also kann sich jemand also noch an die anderen Launch-Titel erinnern, außer Halo? Naja, es gab ja ein bisschen was, aber du hast recht, so viel war da ja, jetzt auch zum nicht. Zum Launch dabei. Nicht, ne? Weißt du, wenn aber besser deine als die meisten Launch-Titel anderer Konsolen. Wenn ich jetzt mal an die das PS2 stimmt. denke, fällt mir zum Beispiel gar nichts ein. Na gut, PS2 hatte Tekken und Ridge Racer. Ja, genau, aber beides so kleine Arcade-Spiele, so irgendwie, sage ich jetzt mal, also nichts, sowas Gehaltvolles wie Halo, wo wirklich auch, weißt du, was drumherum entsteht. Bei Halo war vor allem, das Besondere eben, du hattest einen richtig guten Titel auf der Box, einer, der was anderes bot, als auf den restlichen Konsolen. Du hast ja kein Halo-Äquivalent auf der PS2 gehabt. Na, wenn du dort Shooter in der Zeit damals gespielt hast, dann hattest du eben Titel wie Timesplitters, was ich damals ganz cool fand. Timesplitters 2 war ziemlich geil gewesen, vor allem auch im Multiplayer sehr kreativ. Die einzige Multiplayer-Konkurrenz für Halo, weil es eben ähnlich gut zu spielen ging im Multiplayer, aber eben lustiger war, sag ich mal, und ein bisschen chaotischer mit abgefahrenen Charakteren. Genau, abgefahren. Also genau, und hatte auch noch den Kredit eben, dass es von den goldenen Auge-Machern sozusagen gemacht war. Hat man auch gemerkt, gerade an der Waffenanimation hat man es voll gemerkt. Ja, total, original. Ja. Und mit der Ausnahme von so einem Titel oder vielleicht einem Red Faction, was damals noch vom PC umgesetzt war, es gab so gut wie keine wirklich vernünftigen Ego-Shooter für die PS2. Da hast du die Xbox, wo die technisch, glaube ich, damals speziell zum Start, damals sah sie vor allem noch einen Tacken besser aus als auf der PS2. Also die Grafik war für Konsole war schon mal ziemlich beeindruckend. Ja, allein diese offene Welt, keine Ladezeiten, außer einmal am Anfang so, das sind schon so Sachen, die fallen heute nicht mehr so auf, weil das heute relativ normal ist. Wenn ich in Red Dead Redemption rumreite, kann ich auch eine Stunde reiten, ohne dass nachgeladen wird. Aber damals war das halt absolutes Neuland, dass irgendwie nicht ständig, wenn du irgendwie, und jetzt gehst du durch die Tür und dann wird nachgeladen, dann gehst du nochmal einen Kilometer und dann wird wieder nachgeladen. Das gab's da nicht. Und das vergisst man heute gerne, wie bequem das war. Exakt. Ja. Man wurde gar nicht unterbrochen und rausgerissen aus diesem Flow. Wir werden ja vermutlich auch noch drüber sprechen, warum Halo jetzt so wichtig ist. Also ob man es mag oder nicht. Aber genau was du sagst, das ist so ein Punkt, also wie auch immer man zu Halo steht, aber man kann ihm einfach nicht absprechen, dass es wahrscheinlich der einflussreichste Ego-Shooter der letzten 10 Jahre ist. Also alles das, was wir heute für völlig selbstverständlich hinnehmen, nämlich genau das offene Welten, völlige Bewegungsfreiheit, schnelles Wechseln zwischen Vehikel und zu Fuß-Action und sowas. Granaten, das gab es. Genau, das gab es. Regenerative Schilde Form, und was. In der Kombination, ja. Exakt, das gab es vorher nicht. Und das ist so eine Sache, das ärgert mich auch immer ein bisschen. Also man kann darüber diskutieren, ob einem das jetzt gefällt oder nicht, aber so zu tun, als wäre das einfach nicht wichtig, so ist es nur ein Shooter wie jeder andere, das stimmt einfach nicht. Dann hat man, muss man ganz klar so sagen, einfach nicht viel Ahnung von der Materie. Zumindest nicht bis zu Halo. Da weiß man nicht, wie es vorher war. Jetzt ist mittlerweile alles sehr selbstverständlich. Nee, aber absolut, wenn Halo in der Form nicht existiert hätte, so als um da die Initialzündung zu geben, einfach für den Konsolen-Shooter an sich, dass du auch merken kannst, hey, es gibt immer noch ganz geile Shooter auf PC, aber hier ist auch ein Shooter, der als Konsolen-Shooter gut funktioniert. So groß das Pad damals auch gewesen ist, zum Glück, es wurde ich muss immer wieder lachen, wenn ich nur dran denke. Und es gibt, mal sehen, ob ich das noch finde, es gibt so einen ganz tollen Screenshot auch, wo jemand den Xbox 1 Controller auf die PS2 gelegt hat, auf die kleine PS2. Und die ist, fast genau gleich groß. Also eigentlich könnte man es machen wie bei dem Atari-Pad, weißt du? Ja, dass die Konsole eingebaut ist. Wenn die Xbox 1 nochmal rauskommt, war ich die hat noch genau Designstudien. Ja, ich schätze, irgendwo hat Microsoft noch eine Lage, wo einfach die Schalen vom Controller sitzen, die sie einfach nochmal dann füllen können mit entsprechenden Chips. Ja, und jetzt machen die da auch, glaube ich, so Sofas und Wohnecken. Stimmt. Musst du ja nur umdrehen und hast schon die Armlehnen sozusagen da drauf. Ja, aber so groß dieses Pad damals gewesen ist, und es wurde zum Glück ja nochmal verbessert, weil ich finde so das Xbox 1 S-Pad gefällt mir mit am besten noch von den klassischen Controllern, so aus der Ära dort. Das alte Pad hat aber gut funktioniert mit den, dass du erstmals den Analog-Stick oben hattest, wo normalerweise das digitale Steuerkreuz ist. Das war schon mal sehr zuträglich, dass du mit dem Daumen nicht dich so hin und her quetschen musst, dass du gut steuern kannst. Plus eben das duale Analog wurde auch gut umgesetzt für den Shooter mit den analogen Trigger-Tasten hinten dran, es hat für einen Shooter, war das eigentlich ein echt gutes Pad schon damals schon und es hat auf das Konzept von Halo auch gut gegriffen. Genau, also das ist auch wieder so eine Sache, die mittlerweile heute selbstverständlich ist, aber dass ein Spiel so perfekt auch auf das Pad zugeschnitten ist und andersrum, das war damals. Also wenn man das erstmal diesen Flow gemerkt hat, wie gut das alles geht, wie intuitiv das sich bedienen lässt und wie schnell du reagieren kannst. Also du musstest da nicht rumzuckeln, nicht hakeln, hast nicht ewig lang probiert, irgendwie dein Zielkreuz auszurichten. Das ging alles wunderbar flüssig. Es war richtig intuitiv. Es war auch eines der ersten Spiele, wo mir bewusst klar geworden ist, dass man es versucht, für wirklich jeden Honk, für Heinz Blöd da draußen zu optimieren, dass der damit klarkommt. Das müsst ihr mal drauf achten nochmal. Das stimmt. Kein Spiel
wo so viel auf Benutzerfreundlichkeit Wert gelegt wurde. Dir wurde am Anfang alles erklärt, dir wurde 100 Mal nochmal gesagt, und hier hast du übrigens das und so. Guck nach das oben, kann man heute nervt sowas ja eher, genau, aber das war damals alles noch so, wurde alles kopiert dann ab da, ja. Und, aber man hat wirklich die ersten den ersten Level eigentlich, hat man komplett dem Spieler alles so erstmal genau erklärt anhand von Situationen. Und früher war das ein bisschen anders. Früher war es einfach anders. Da gab es vielleicht einen Trainingsmodus oder so. Aber so ein Tutorial in dem Sinn bei einem Ego-Shooter hatte ich bis dahin so auch noch nicht gesehen. Eben. Das ist auch eine Sache. Plus, es wird ja auch angezeigt, du läufst über eine Waffe, wird jedes Mal auch nach 20 Stunden immer noch angezeigt, drück das und das, um die Waffe zu nehmen. Woanders hätte das vielleicht, weißt du, würde nur noch die Waffe angezeigt werden oder du musst selbst drauf kommen, was du drücken musst. So, es wird nur am Anfang immer erklärt. Bei Halo wurde es die ganze Zeit durch erklärt. Eben, es es war sehr gemacht für Leute, die vielleicht nicht so mit dem Medium bisher in Kontakt kamen. Genau, quasi, wenn Halo 1 der erste Ego-Shooter für jemanden gewesen wäre, hätte er sich eigentlich auch ideal ins Genre einfinden können. Weil einfach, wäre ein guter Start gewesen. Und es war sicher, für viele war es ja auch so wahrscheinlich. Ja, natürlich, natürlich. Viele hatten keinen PC, kaufen zum ersten Mal eine Konsole und haben Halo. Genau, und die sind eben nicht vorbelastet durch das hier, hey, ich kann viel geiler zielen mit Maus und Tastatur. Was natürlich, ich sehe das immer als unterschiedliche Genres sind es eigentlich. Ne? Ein PC-Ego-Shooter und ein Konsolen-Ego-Shooter. Dadurch, wie Halo das nochmal neu definiert hat, wie ein Konsolen-Shooter zu funktionieren hat, mit einem vernünftigen Pad, mit den Mitteln, mit Analogsticks, mit Triggern, mit vielen Knöpfen, die du dann da drauf hast, wie das am ehesten funktioniert. Das hat das Ganze nochmal rund gemacht sozusagen, dass sich auch die anderen Hersteller daran orientieren können und sagen können, ey, wir haben eine Vorlage, wir wissen, wie das funktionieren kann und von dort aus bauen wir auf. Ne? Und alles, was du abseits von Ego-Shootern an Halo heutzutage noch siehst, haben quasi ihren Grundgedanken immer auch Halo 1 zu verdanken, dass es überhaupt dort losgestartet wurde. Und natürlich, also ganz logisch kann man nach wie vor immer noch genauer und präziser mit Maus und Tastatur spielen auf dem PC. Also das ist, dieser Glaubenskrieg, das ist keiner. Also natürlich ist das alles viel, 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 viel präziser für PC-Spieler. Das ist ja überhaupt keine Frage. Allerdings, genau was gerade meintest, Gregor, Halo war halt wirklich explizit für die Xbox, für eine Konsole konzipiert. Ja. Und deswegen, du hattest ja auch so ein leichtes Auto-Aim immer. Ja, es war perfekte Mischung aus Auto-Aim und eigenem. Du hast dich nie bevormundet gefühlt, so, okay, jetzt gibt's so ein krasses Auto-Aim, weil sonst würde ich es nicht hinkriegen mit dem Pad. Du hattest ein leichtes Auto-Aim, aber so, dass du es nicht so penetrant gemerkt hast. Du hast dich nicht blöd gefühlt, weil du es sonst allein nicht schaffen würdest, sondern das hat alles sehr gut ineinander gegriffen. Genau, und das, also selbst als, natürlich haben es viele dann vermisst, die vom PC rübergekommen sind, diese Präzision, die sie dort haben, die sind natürlich aber auch anders an die Thematik Ego-Shooter rangegangen. Und ich fand dadurch, dass es endlich mal einen richtig guten Konsolenshooter gab, also viele sagen dann, ey, ich habe meinen PC so aufgebaut, ist am Fernseher angeschlossen, ich habe meine Maus und Tastatur hier, aber ich weiß eben, wie man Ego-Shooter am PC spielt. Du kannst dich auch dort drin ganz gut fallen lassen, aber du sitzt an deinem Rechner, hast deinen Monitor dort, sitzt ganz konzentriert dran, Q3, um das jetzt nicht mal auszusprechen, wegen Indexgedanken, haben viele dann einfach die Texturen abgeschaltet, damit die mehr Frames haben und sich besser abballern können. Zum Beispiel macht das auch zum Beispiel dann so speziell zu machen. Aber in Halo, da konntest du eben dich wirklich, das Erlebnis Ego-Shooter, das gut funktioniert, dich auch einfach in dem vernünftigen Umfeld, dass du dich echt, du setzt dich auf dein Sofa hin, du kannst deinen großen Fernseher machen, du kannst die Soundanlage dort machen und ich habe, man kann sich nicht so wirklich fallen lassen am PC in den Shooter, das konntest du am Fernseher dadurch, wenn du dich dann abgefunden oder zurechtgekommen bist sozusagen mit den Eigenheiten, die dort sind. Und die hat Halo dir echt gut zurechtgebaut, damit du dann einfach zurechtkommst. Das Erlebnis Ego-Shooter war anders, als du es je hättest auf dem PC haben können. Ja, und da wollte ich noch kurz was zu sagen. Genau das. Die haben tatsächlich jede kleine Feinheit haben die so angepasst, dass man eben ein eigenes Konsolengefühl hat und nicht dieses PC-Shooter-Gefühl. Das merkt man, wenn man Halo für den PC spielt, dass es sich irgendwie, das ist nicht so dafür gedacht. Das ist kein PC-Shooter. Das merkt man. Es ist, der Charakter ist zu langsam. Man ist es gewohnt, in PC-Shootern, sage ich mal, recht schnell die Gegner zu erledigen. Deswegen geht es um schnelles Zielen, dass man den Kopf anvisiert und nicht dreimal in die Beine schießt. Pam, pam. Und bei Halo, jeder hat ein Schild. Du kannst so viel draufhalten, wie du willst. Du musst erstmal den Schild alle machen. Es geht auch darum, dass du bei einer Gruppe erstmal den Anführer killst, damit die anderen weniger Moral haben. Also bei 1 war das so ein System. Und so hatte das also andere Anforderungen an den Spieler. Du musstest die Granaten werfen, du musstest die zielgenau werfen. Und da ging es jetzt nicht darum, ob die Granate einen Millimeter nach vorne oder hinten ist. Du musstest nah ran, wenn er kein Schild mehr hat, weil dein Magazin nahezu immer leer war im letzten Moment. Und dann musstest du ran und zuhauen. Das sind alles Sachen, die fordern ja jetzt in dem Sinn keinen Skill, der mit einer Maus zu bewältigen ist, sondern es geht nur darum, wie kämpfe ich, welche Taktiken mache ich oder so. Genau, du kannst dich einfach viel mehr, ich meine auch dieses, wenn du mal im Grunde bedenkst, wie du
eine Figur durch eine Welt lenkst, wenn du diese Maus- und Tastatursteuerung hast. Ne? Also du machst da Bewegungen, die eigentlich, wenn du selbst mit einer Knarre dort rumlaufen würdest, ich kann eben nicht im vollen Speed meine Hüfte einmal 180 Grad drehen und nach hinten laufen, in der gleichen Geschwindigkeit wie nach vorne oder links und rechts und in Millimetersekunde hin und her ziehen. Ja, ich mag dieses hektische Steuern bei PC-Ego-Shootern auch nicht. Also ich gucke unheimlich ungern Leuten dabei zu, wenn sie so spielen. Ja. Das ist immer so... Guck mal, Eddie über die Schulter. Ja, zuck. Oh, vorbei. Ich meine, da ist vorbei. Das ist geil und so, du hast recht, Wolf, das ist natürlich sein eigenes Genre und so, aber mir macht tatsächlich was Atmosphärischeres irgendwie mehr Spaß, solange ich nicht merke, dass ich gehandicapt bin durch den Controller. Wie ich es jetzt bei, ja zum Beispiel, ich habe mal Command Conquer Red Alert 3 oder 2, was glaube ich, habe ich gespielt auf der Xbox und da fühlt man sich echt behindert durch die Tatsache, dass man halt mit dem Controller einfach nicht so schnell sein kann, wie man es gewohnt ist. Mhm. Da spürt man das, aber bei Halo spürt man es einfach nicht, weil es eben auch für die Konsole entwickelt ist. Wir haben es ja auch schon mehrfach gesagt. Auch ein gutes Beispiel dafür war, was war Far Cry Instincts, glaube ich, auf der Xbox? Oh ja. War's das? Ja. Das ging überhaupt nicht. Da hast du wirklich gemerkt, auf dem PC entwickelt, einfach rüberportiert für die Xbox, ja hier, neuer Shooter. Hat einfach nicht funktioniert, habe ich auch sofort, also ich habe es nicht lange gespielt. Es sind wahrscheinlich ganz viele kleine Details, so kleine Stellschrauben, Unmengen davon, die man einstellen muss, damit es sich so anfühlt wie Halo. Weil eine andere Erklärung gibt es ja nicht, warum selbst danach viele Spiele nicht geschafft haben, dieses Gefühl zu imitieren. Also wer nicht versteht, warum das so erfolgreich ist, ob man das jetzt teilt, die Einschätzung oder nicht, aber der sieht den Wald einfach vor lauter Bäumen nicht. Das muss man einfach mal anerkennen, was bei Halo funktioniert, was bei anderen Spielen bis heute teilweise nicht funktioniert. Anerkennen! Das wird das Wort der Stunde, glaube ich. Eben. Und das möchte ich, dass ihr es anerkennt. Ja, und uns auch. Anerkennt Skywalker. Oh, danke. Nils steht da gerade draußen und ich habe mich zu einem schlechten Karlauer verleihen lassen. Du hast dich inspirieren lassen, Karlauer. Ja, das war sehr gut. Boah. Natürlich, innerhalb von Halo waren... Aber Nils ist ja jemand, ach nee, den mache ich jetzt nicht. Ja, Nils Freundin heißt Anna und ich wollte gerade sagen, Nils ist jemand, der Anna kennt. Alter, ey! Naja, aber wenn ich ihn erkläre, ist er gar nicht so schlecht. Nee, ja jetzt. Metaebene. Ja, ein Metaebene. Ich hab noch was. Nils, jetzt hau doch mal ab da! So. schön irritiert. Der telefoniert doch. Ja. Aber innerhalb so begeisternd, dass bei Halo damals gewesen, ein paar Kleinigkeiten sind mir damals natürlich auch aufgefallen. Also eine Sache, was mich dann ein bisschen abgefuckt hat, ich hatte die deutsche Version zu Hause. Klar, hat man dann hier zu Hause gekauft. Und. Nee, gekauft, ja, klar. Ich lache, weil du gehst jetzt auf die Synchro wahrscheinlich gleich. Ja, ja. Also wirklich natürlich, du hast dort, das ist echt geiles Setup, du wirst angeliefert als der Master Chief, ja, du wirst ausgepackt sozusagen von den anderen und darfst dich erstmal durchtesten wie so eine Art Roboter und cooles Space-Setting und alles und dann brechen die Aliens auf dein Mutterschiff ein und da kommen erstmal, du denkst, okay, da kommen die fetten Aliens, da kommt so ein 1,20 Meter großer Hans Wurst, hallo, da kommen sie, Applaus, so Muppet-mäßig hat sich die Synchro von denen angehört, da war ich ein bisschen so, okay, ich halte einfach drauf. Also, ja, die haben es verdient. Ja. Ist es denn weiter dann auch wieder so gewesen, in dem Stil synchronisiert die... Ja. Die Grunts? Also du meinst die Grunts? Die Grunts meine ich, die Kleinen. Die reden bis heute so, ne? Ja, mit so einer hochgepitchten... Genau, bei ODST, so wurde es, glaube ich, geändert. Und bei Reach sollen sie jetzt alle in Aliensprache reden, was dann ja so ein bisschen den... Okay. Aber eigentlich... Finde ich auch schöner, muss ich sagen. Ja, aber von der Idee her... Also die Covenants ist ja eine Alien-Allianz aus verschiedenen Rassen, wobei allerdings die Propheten zusammen mit den Brutes und den anderen halt die anderen Rassen mehr oder weniger unterjochen und halt gesagt haben, so, ihr seid jetzt Sklaven, ihr kämpft für uns und die kleinen Säcke sind halt die Oberärsche, die halt immer an vorderster Front stehen und quasi Kanonenfutter sind. Ja. Und die sind aber, das habe ich irgendwo mal gelesen in so einer Zusammenstellung der Rassen, die sind halt linguistisch sehr, sehr, sehr gut. Also die können auf mehrere Sprachen und die können das ganz natürlich, können die eine Sprache lernen, ohne groß irgendwie das lernen zu müssen halt, sondern einfach durch Hören und so. Und deshalb sind die halt auch mit in diesem Invasionsteam irgendwie mit dabei. So. Also, und deswegen beleidigen die dich in deiner Sprache als Einzige, was halt dumm wirkt, weil du das natürlich auch gar nicht weißt. Es sind die allerersten, auf die du triffst und du denkst erstmal, okay. Ja. Aber warte mal, die Eliten, die sprechen doch auch Englisch, beziehungsweise Deutsch. Ja, nein, ist der ja nicht... Der Dämon ist tot. Nee. Nicht das sind doch die Eliten. Aber das ist ja dann in den späteren Teilen. Ja, genau. Aber ich meine, weil du meinst, dass die Grunts... Also was ich meine ist, ich weiß es ja nicht. Ich denke, das ist so wie bei Wesker in Resident Evil. Es wurde nachträglich reingeschrieben. Das denke ich. Aber es würde so, glaube ich, erklärt. War ich will von jetzt Anfang mich nicht an mit so irgendwelchen geplant. Hardcore-Fans anlegen, die es besser wissen als ich. Aber die Grunts sind halt besonders sprachlich versiert. Und das ist so die
für mich eine Begründung, warum die halt dich voll labern. Ich kann das auch total hinnehmen. Also. Aber es gibt ganz kurz, in allen späteren Teilen gibt es sie immer noch. Mhm. Es wird ein bisschen, man hat es teilweise ein bisschen zurückgenommen, weil eben viele Leute sich drüber aufgeregt haben. Aber es gibt so spezielle Grunts in jedem Level, die dich halt voll quatschen ohne Ende. Die dich auch nicht angreifen. Also habt ihr die mal gesehen? Müsst ihr mal auf YouTube suchen. Ich habe vergessen, wie die heißen. Halt irgendwie Grunt Talking Halo 3. Und in jedem Level gibt es einen und der erzählt dir irgendeine Geschichte und so. Und es ist immer so, halt so wie so Easter Eggs halt. Also der ist irgendwo in der kleinen Ecke dann versteckt und wenn du ihn triffst, dann erzählt er irgendwie bla 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 bla. Es geht dann manchmal 5 Minuten und dann killst du ihn und es ist gut. Ja, und du gehst weiter. Also irgendwie fand ich schon, ich habe die irgendwann entdeckt und habe die mir auf YouTube alle angeguckt. Sind schon ein paar lustige Sachen dabei. Kann man nichts sagen. Viele Easter Eggs in den ganzen Halo-Spielen. Stimmt. Das ist auch viel Zeug, was man entdeckt. Allein für so einen Ego-Shooter relativ ungewöhnlich. Also die haben ja echt angefangen, so immer mehr kleine Gags und Spielereien einzubauen. Das ist auch ganz so ein bisschen beim Güldenen Auge geklaut. Fällt mir gerade ein, weil da gab es ja auch ganz viele, weil da gibt es den Big Head-Modus und den Golden Gun-Modus. Ja, da gab es schon viele. Aber die haben es halt zu so einer neuen Liga geholt. Genau, man kann es so in der Situation ein bisschen so wie die ewige Alone in the Dark Resident Evil Diskussion, ja, was war wirklich der Urvater des Genres dort gewesen, aber das Goldene Auge hat dann eben festgelegt, einige Grundfeste, wie das ungefähr schon mal aussehen kann. Ja. Halo hat dann noch einen eigenen Spin draufgebracht und viel, viel Neues dazu gepackt und perfektioniert, sich natürlich auch hier und da mal inspirieren lassen und das erst richtig losgehauen. Also ich habe mir dann damals auch nochmal anhören müssen, ich hatte ja die einflussreichsten Spiele aller Zeiten, Sondersendung gemacht für Game One TV und dort musste ich natürlich Halo reintun, als quasi den Ursprung. Das klingt so gezwungen. Ja, es war auch ein bisschen gezwungen. Nein, von mir. Nein, mit Brandeisen. Es diktierte gesunde Menschenverstand. Dass du ja, dort man kann es nicht reinnehmen. Also das war eben das ist eigentlich. Das ist ja auch sehr einflussreich. Natürlich, gewesen. Natürlich. Und muss dann dementsprechend auch von dort aus ausgehen. Eräutert. Hast du gerade eräutert gesagt? Ja, das zieht man so raus. Du stellst dich wie so ein Euter. Egal. Ja, aber auf jeden Fall ist es hier die Initialzündung für alles gewesen. Eine andere Sache, abgesehen, was mir am Anfang dort aufgefallen ist, ich glaube, da musst du auch danach zurechtkommen, wenn du. Halo hat sich gut gesteuert, bis du das erste Mal ins Auto gestiegen bist. der Walk. Das ist. Ja, nee, ich wollte dich unterbrechen, Gregor. Ja, nee. Teil deine schmerzhaften Erfahrungen. Es war einfach das, da ist ein Auto, okay, ich gehe rein, buff. Ja, wie buff? Ja. Da hast du dich selbst überfahren, oder was? Was ist dann passiert? Nee, ich kann mich nur an das hatte schon Mass Effect'sche Auszüge dann gehabt, mit dem Vehikel fahren, dass du erstmal nicht weißt, okay, wie lenke ich hier vernünftig? Ja, genau, also, wie lenke ich, ja. Ich weiß nicht, ich fand diese Warthog-Geschichte, das ist ja auch eins der großen Features der Halo-Reihe, dieser nahtlose Übergang zwischen ich bin zu Fuß unterwegs und per Knopfdruck bin ich im Vehikel und es geht völlig nahtlos. Also du hast nicht das Gefühl, das ist jetzt eine Fahrzeugsequenz, du könntest den Scheißding auch stehen lassen und zu Fuß weitergehen. Das war schon echt sehr, sehr organisch und clever gemacht. Und ich fand, also du hast schon recht, man ist eingestiegen das allererste Mal, man musste sich so ein bisschen durchfummeln. Mhm. Allerdings fand ich so nach, also jetzt ohne Scheiß, nur nach 30 Sekunden oder so, ich hatte das sehr schnell im Blut. Ich fand das total intuitiv. Das hat mir sehr gut gefallen, mit dem Warthog rumzudüsen. Der Klassiker ist ja, dass man da zum ersten Mal realisiert, und das war, glaube ich, zum ersten Mal auch so, dass man dahin fährt, wo man guckt. Was ich wieder meine mit Microsoft-Benutzerfreundlichkeit. Ja, es war nett gemeint, so nach dem Motto, ach, du guckst dahin, dann willst du sicher auch dahin fahren. Aber das hat man ja nicht erwartet. Man dachte, man steuert den Jeep wie üblich halt. Links, rechts, vorne, hinten so. Und dann war das halt so. Und dann eierte man erstmal. Auf einmal bricht das Heck aus. Ja, genau. Und man eierte und irgendwann überschlug man es sich. Es ist eben anders, es ist anders gelernt als Gamer. Wenn du in ein Auto einsteigst, du hast dann deine gewissen Grundideen, wie sowas funktionieren kann. Heute haben das andere auch übernommen. Ja. Also jetzt Bad Company macht es zum Beispiel nicht so. Die haben wieder dieses, man kann gucken und gleichzeitig irgendwie andersrum fahren. Aber bis dahin hatten das viele übernommen. Die Steuerung. Mass Effect war relativ ähnlich, fand ich. Dort, ja, also ich finde es auch nach wie vor sehr intuitiv. Also ich fahre in allen Halo-Spielen immer sehr gern mit den Vehikeln rum. Weil aber du fährst auch keine Rennspiele sonst, also hast du auch keine Ahnung. Sonst spiele ich keine Rennspiele. Der Warhawk ist auch nicht für Rennspiele gedacht, glaube ich. Das ist schon ein direktes... Newsflash, Halo ist kein Rennspiel. Was? Was? Ja, es steuerte sich ein bisschen zu rutschig. Du hast schon recht. Ich glaube, da kann man auch nicht viel irgendwie sagen, aber das ist Geschmackssache. Ich persönlich fand es cool, weil das ist ein riesen Jeep mit dicken Profilreifen auf Gras. Ist klar, dass der durchdreht. Genau, das ist halt kein Kart. Genau, und vor allem ist es kein Beton unten. Ja, genau. Und das fand ich deswegen nicht so schlimm irgendwie. Stichwort Geschmackssache. Ich glaube, das wird noch sehr, sehr oft fallen. Auch hier zum Thema Grunts mit ihren hochgepitchten Babystimmen. Ich kann wirklich absolut nachvollziehen, wenn dann das direkt völlig abturnt. Also es gibt, jeder kennt es von euch, wahrscheinlich irgendwie, hast ein Spiel und da ist eine Sache und sei es nur ein Grafikelement, da hast du einfach keinen Bock drauf. Das nervt dich und da gefällt dir das ganze Spiel schon nicht mehr. Also von daher kann ich es voll nachvollziehen, wenn jemand damals Halo gespielt hat und dann kam der erste Grunt und hat so, ey, da hinten ist er! Wenn man dann spontan keinen Bock mehr auf das ganze Spiel hat. Aber mich persönlich hat das einfach nicht gestört. Ich fand das nicht super geil, aber mich hat das überhaupt nicht gestört. Also ich habe da echt...
Jetzt, no, jetzt sind die oh, lustigen. Jetzt kommt Eddie hier und steht am Fenster Clown und ist neidisch, weil er nicht mitreden darf. Der Halo Club. Der Halo Club, ja. Einlass ab, Halo. Oh Gott. Ich mach Fenster zu. Ja, der lustige Wixi. Lieber ersticke ich hier, als mir das weiterzugeben. Und ja, du wirst ersticken, wenn wir hier noch ein paar Stunden sitzen. Ich glaube, die gehen einfach kurz ans Fenster und rauchen dann rein sozusagen. Joach. Ja, wir uns hier dann gut fühlen. Mensch, weil er Halo immer doof fand und der Meinung war, das wird nie was. Und dann, weißt du ja, heutzutage muss er selbst mitspielen. Ja, okay, bloß er fand es doof und er kann es bis heute nicht. Ja. Das ist natürlich, das macht einen schon nachhaltig fertig. Er sieht, dass wir jetzt ihn angucken und über ihn reden. Er weiß ganz genau, was jetzt, jetzt haben wir ihn weggeredet. Ja. Super. Obwohl er uns echt nicht hört, durch die Glasscheibe. Er personifiziert natürlich wirklich dann auch die PC-Shooter-Fraktion. Er war ja quasi mit... Er war und ist immer noch, na gut, ich wollte ihn eigentlich loben. Ja, man muss jetzt auch nicht alles erklären, was hier passiert. Nee, und ist auch gar nicht so lustig jetzt eigentlich. Weg, Eddie. Ja. Ja, wir hatten jetzt die Treppe, den Fahrstuhl, jetzt kommt das Kanu. Achtung, Moment. Ja. Achtung. Was kommt jetzt? Was? Mach noch einen. Komm noch einen, Eddie, mach noch eine Pantomime. Ja. Du hast recht gehabt. Der berechenbarste Komiker der Welt. Ichchen kenne ich schon gar nicht. Jetzt kommt die Rolltreppe, Achtung. Oh, jetzt macht er die Rolltreppe. Ja, die Rolltreppe. Das ist aber schwer. Warte. Ja. Ich kann es nicht sehen. Ihr könnt es leider nicht. Ja. Tatsächlich ganz sehr recht. Gut. Entschuldigung, das war für euch wahrscheinlich jetzt sehr langweilig da draußen. Ich weiß nie, wann man aufhören muss. Ja, von Pantomime. Redest du von seiner Karriere? Von Pantomime und wieder zurück zu Halo. Ach, es ging an Eddie, stimmt. Ich meine, so natürlich hatte Halo hier und da mal ein paar kleine Eigenheiten, aber man hatte gesehen, wenn es dann wirklich echt irgendwo im Argen gelegen hätte mit dem Spiel, dass da echt was nicht gut dran funktioniert, hätte es auch nicht so losgestartet, wie es ist. Ich wollte euch mal fragen, so Halo 1, bevor wir zu den anderen Spielen zu sprechen kommen. Ja, wir müssen eher Magic über Moments. Die Geschichte reden. Genau. Also die Geschichte müssen wir ja schon auf. Ich kann das zur Not. Ich habe es mir gerade eben nochmal alles durchgelesen, aber ich kann das zur Not. Wir sagen so, es ist aber schon eine Menge. Wir müssen ja eh durch die Geschichte durchgehen, weil es ist ja eine konsequente Weiterführung, die du dann mit jedem Teil hast. Ohne Geschichte eigentlich ist Halo auch nur ein guter Shooter. Also genau, ich würd sagen, quatsch mal ein bisschen über die Geschichte. Nee, du wolltest gerade was erzählen, ich wollte nur einhaken. Ich wär sonst nochmal rumgekommen, dass wir uns kurz mal darüber unterhalten, wie ist das in Halo 1 da abgelaufen und was waren so die Magic Moments für euch? Was so für die Storypunkte, Gameplay-Highlights oder sowas, da hat ja jeder seinen eigenen kleinen Moment gehabt, wo er gesagt hat, oh, das war cool. Einer war zum Beispiel, musste ich gerade dran denken, als du von dem Jeep angefangen hast, so wie das so nahtlos übergeht. Das ist ja wirklich auch, du weißt ja nicht, dass so ein Jeep kommt, sondern du landest, übrigens, alle Pelikane in Halo-Serien stürzen ab. Es gibt keinen Pelikan. Das scheint das normale Landemanöver zu sein. Ja, okay, wir machen es vielleicht sollten die ihre Gefährte auch nicht so in Knalllila anmalen, damit die auch auf 5 Kilometer Entfernung sofort von Geschützen entdeckt werden. Ja, wie wär's mit so einem Schutzschild oder so? Nö, geht auch so. Das ist wirklich... Also man muss echt mal drauf achten, so die stürzen in jedem Spiel 3-4 Mal ab oder so. Also der Master Chief landet nie normal. Es ist, gibt's nicht, ja, egal. aber was ich meine ist, du stürzt ab auf dem Halo Ring und dann befreist du ja die ersten Leute, die an dieser Station, die immer nach oben schießt, was auch schon geil ist. Die hat so diesen, weiß ich nicht, Leitstrahl, der ja kein, ist keine Waffe oder so, sondern nur so ein Strahl, der pulsiert nach oben. Und so ein riesiges Gebäude raus, um das herum du kämpfst, super. Dann kommen die Aliens, werden erstmal abgeliefert mit ihren lila Schiffen. Und dann kämpfst du und dann kriegst du halt Funkkontakt und da kommt ein Pelikan mit dem ersten Jeep, der da unten dran hängt, ja, und dann hält das ja auch noch so geil irgendwie auf der Wiese und ich habe immer versucht, was passiert, wenn ich mich genau drunter stelle. Hey, habe ich auch gemacht. Lassen sie einfach nicht fallen, die Schweine. Da will man sie umbringen und sie lassen einen nicht. Aber ich glaube, ich hätte mich auch voll geärgert, wenn ich dann tot gewesen wäre. Ich hätte es völlig herausgefordert. Idioten, Mann, ich stehe doch unter euch. Ja. Na, egal. Naja, aber das war für mich ein Magic Moment, weil ich liebe diese Fahrzeugnummern in Spielen. Und das war so, oh ja, komm schon runter. Als wenn man ihn dann so langsam rumfliegen sieht, war mein Magic Moment so der erste. Einer meiner Magic Moments war der Kampf direkt davor. Also der Kampf, den du gewinnen musst, bis der Pelikan mit dem Mortar kommt. Gut, gell? Wo du das erste Mal in Halo 1, du gehst halt dieses Tal durch da. Ja, wie, sogar ganz einfach, du über die Wiese. Ab, über die Brücke, über die Wiese, um die Kurve. Und dann sind dir da diese komischen, diese Steinartefakte, diese Säulen und so. Und da ist das der erste richtige Fight. Also habe ich das erste Mal dieses Konzept von Halo verstanden. Weißt du, dich vortasten, wieder zurückziehen, Schild aufladen lassen, dann wieder nach vorne Granate werfen, dich wieder zurückziehen. Und ich mag halt einfach,
was ich von Anfang an so geil fand, immer wenn du denkst, okay, du hast jetzt die letzte Gegnerwelle geschlagen und dann kommt aber auf einmal, kommt noch so ein riesen Schallschiff und dann kommen nochmal 10 Gegner. Ja. Das, also dieses Gefühl, das kannte ich vorher nicht so von Shootern. Du hast halt, vorher war das immer so, du hast halt so ein Gebiet von allen Feinden gesäubert. Das war klar, okay, das hast du jetzt geschafft, jetzt geht's weiter bis zum nächsten großen Fight. Aber bei Halo, da zumindest ich war mir nie sicher, ob ich das jetzt wirklich geschafft habe oder ob ich gerade noch so mit dem Leben davon gekommen bin und dann sehe ich am Horizont, wie aber Verstärkung von den Aliens kommt, yeah. Weißt du? Das war, ey, da war dachte ich das erste Mal, ach du Scheiße, das ist hier wirklich ein Krieg. Ich bin ein Soldat und ich kann mich irgendwie nicht darauf verlassen, dass ich fröhlich von Checkpoint zu Checkpoint gehen kann, sondern ich muss mich immer dem Kampf anpassen. Ja. Also er ist dann vorbei, wenn er vorbei ist. Und er ist manchmal nicht dann vorbei, wenn du denkst, sondern es kommt halt noch eine Gegnerwelle. Das ja, fand ich schon sehr geil, das hat mich echt beeindruckt. Du kannst halt die Leute, die du rettest, auch wirklich gebrauchen im Kampf. Also jetzt, ob sie wirklich gut kämpfen, will ich nicht sagen, aber man hat schon das Gefühl, okay, ich will, dass ihr alle überlebt, so, ich will, dass wir das hier zusammen durchstehen. Ohnehin, das hatte man auch eher, war man immer alleine, man stimmt, war immer der einsame Soldat, Rambo-mäßig und das war's so. Und man hat auch immer einen Grund gefunden, warum man gerade allein ist. Oh, hinter dir ist alles zusammengestürzt. Ja. Geh du schon mal allein los, wir treffen uns am Ende. Du hattest ja auch noch dieses zusätzliche Helden. Heldenverehrung eben fast schon. Ne? Du warst ja der Master Chief sozusagen und da haben sich die Leute eben gefreut, wenn du da angekommen bist. Die haben dich erkannt, genau. Ich wusste nicht, dass wir einen an Bord haben und so. Ja, ich wusste eben nicht, dass er so groß ist. Eben. Kommst du an zu so einer Truppe und so, na Jungs, alles ja, Jungs, der Checker eben. Ist und da. Ich glaube, mit Ausnahme eines Duke Nukem als Charakter hast du einen Ego-Shooter-Charakter eigentlich nicht gehabt, mit dem du so eine Bindung herstellen kannst, wie bin dem Master Chief, ne? Auch wenn der nicht quatscht, auch wenn du nicht weißt, wie der aussieht, der wird ja dadurch definiert, wie die Leute mit ihm umgehen, ne? Und dafür ist sich gleich auch nochmal wesentlich einbezogener ins Spiel. Allein schon, dass er Master Chief heißt. Also natürlich, das ist nicht sein Name, aber seine offizielle Bezeichnung ist Master Chief. Das ist so blöd, dass es irgendwie schon der Geist ist. Alter, er ist halt der absolute S-Kicker, sie nennen ihn Master Chief. Das ist schon beeindruckend doof. Es ist aus der He-Man, ich benenne meine Kollegen alle nach ihrer Tätigkeit. Ja. Er ist Ehrmann. Er ist Man at Arms. Triclops. Trapjaw. Master Chief. Ja, wie heißt der Master Chief? Also der Master Chief mit Namen, weißt du das? John Spartan. John Spartan. Genau, John 117. Ja, ich 117 war seine Nummer, ne? 117, ja, genau. Ja, genau. Ja. Spartan 117, ja. Und natürlich Spartan heißt er John irgendwie. Einfach immer, ja, so drei Minuten vor Abgabe. Ja, ey, Scheiße, hat auch keinen Namen. Ja, John. Ihr wisst ja aber auch, wie hier Solid Snake heißt, wisst ihr auch. Nee, hab ich vergessen. Nee? Eine Atombombe. John? Nee. Sie wollen den Präsidenten. David. Den Präsidenten. Ach, David. Im Abschirm von Teil 1 wird's genannt. Aber jetzt wegen David Hayter, oder was? Ich weiß es nicht, aber sie haben ihn. Oder David Hasselhoff? Nee, ich glaube, es wahrscheinlich. Ja. Es könnte wegen Hayter gewesen sein, aber am Ende von Teil 1 sagt er nochmal seinen richtigen Namen. Es wird, glaube ich, das einzige Mal auch genannt in der ganzen Serie. Also ist das. Haters gonna hate. Genau, die meisten sagen hier lieber Master Chief als John. Ja, John Boy. Ja, ich nehme auch. Oder kommt John. Oder kommt Master Chief. Yeah. Master John. Also gut, wir halten also fest, dass er wirklich der krasseste ist. Ja. Und das auch alle wissen um einen herum und man sich deswegen auch so krass fühlt, wie es die Entwickler wollen. Genau, und ich greife mal ganz kurz voraus, ich glaube, das gab es im ersten noch nicht. Es kam erst mit dem zweiten oder dritten, dass dann die Gegner irgendwann angefangen haben, wenn sie dich niedergeschossen haben, sich darüber zu freuen. Der Dämon ist tot. Ja. Ich habe ihn erledigt. Weißt du, da hast du dich nochmal extra aufgeregt. Also es hat dich motiviert. Und ich fand es aber so schön konsequent, dass irgendwann auch die Alien-Rassen dich als Bedrohung wahrnehmen. Also irgendwann spricht sich's rum, da ist ein Soldat, weißt du, und der ist jetzt hier der Weltenretter und schafft es auch noch so. Also wie lächerlich das ist. Also die fangen an, ihn zu so einer mystischen, zu so einer teuflischen Feindesfigur zu erheben. Der Dämon. Ja. Ich habe den Dämon erlegt. Das fand ich schon geil. Also finde ich sehr clever. Ja, vor allem, du musst ja erzählen, die erzählen sich das ja nur so rum und so und dann kam er da rein und hat irgendwie die Hälfte von unseren Leuten niedergenockt und so. Ja. Und kann man sich richtig vorstellen, wie sich so diese Legende bildet. Also und irgendwann ein so ein scheiß Schakal schießt ihm dann einfach den Kopf weg aus 500 Meter Entfernung. Da würde ich mich aber auch freuen. Ja. Ich bin der Beste. Wo sind die Bitches? Ja. Das ist so dann hier die Achievements, die man dann erreicht hat im Highschool-Jahrbuch oder sowas, ja? Spielt gerne Tennis, sammelt Briefmarken, hat den Master Chief verschossen. Ja, super. Genau. Ja. Daumen hoch. Ja. Was sagt ihr eigentlich zu der Flat im ersten Teil? Es war, damals war das so, ich weiß jetzt nicht genau, das war so diese From Dusk Till Dawn Zeit, sage ich jetzt mal, wo es cool war, mittendrin was komplett umzuwerfen. Aber in einem Shooter hatte ich das bis dato noch nicht gesehen. Simon, du wolltest eh mal die Geschichte kurz zusammenfassen. Vielleicht soll mal kurz sagen, was ich in will Halo auch nicht die ganze Zeit reden, wir können es uns noch teilen, nee, aber du hast es eben gerade erst noch gelesen. Ja, also, deswegen, okay. Und dann, glaube ich, können wir auch besser über die Flat reden, wenn jeder weiß, worum es eigentlich geht.
Wo soll ich anfangen? Also jetzt also, wirklich, wo also, soll ich anfangen? Naja, lass uns also ganz... Also vor Halo, was nee, passiert ist vorher? Nee, ich würde, das können wir eh dann, wenn wir um das drumherum dann ach, reden, wir, was die genau, Comics Halo und Legends weil, und so. Weil eigentlich fängt Halo fängt ja an, wir haben es ja vorhin zusammen besprochen, dass der Master Chief wird abgeliefert auf der Station und eigentlich weißt du ja noch nicht so viel storymäßig. Genau, er ist schon auf der Pillar of Autumn, also das ist das einzige Schiff, was die Zerstörung von Reach überlebt hat. Was ja komplett verglast wurde, da waren ja auch die restlichen Spartans drauf und sind ja wahrscheinlich, vermutlich, wir werden es ja erst erfahren, auch alle weg. Und John hat halt quasi in dieser Kältekammer gelegen und deswegen das Ganze überstanden. Der wurde bis dato quasi noch gar nicht geweckt und benutzt. So. Die sind ja immer in diesem Kälteschlaf, bis sie halt gebraucht werden. Halten sich dann auch länger, ist ja irgendwie klar. Ja, klar. Nur für den Einsatz. Das Schocke ist ja auch das Geile, dass der halt nur für den Einsatz aufgeweckt wird. Weckt mich einfach nur auf, wenn es was zu hauen und zu schießen gibt. Dann bin ich euer Mann, so. Finde ich super. Naja, und das Protokoll sieht vor, dass kein Schiff der Allianz, der Menschen gefangen genommen werden darf, weil im Bordcomputer der KI, in dem Fall Cortana, diese kleine Tussi da, ist ja auch der Aufenthaltsort der Erde. Und das darf man natürlich nicht an die Feinde rübergeben, ist klar. Deswegen gibt es irgendwie das Protokoll, das Schiff zu zerstören, bevor es geändert wird und so. Und oder einfach im Fall der drohenden Vernichtung oder Änderung einfach in den Slipstream zu fliehen, also einfach irgendwo hinzuspringen und dann halt irgendwo zu landen. Und das ist das Lustige, weil die tatsächlich irgendwo hinspringen, weil hinter ihnen halt die Covenant-Schiffe sind und plötzlich da landen, wo halt dieser Ring ist, ja, und gar nicht wissen, was es ist so und lustigerweise aber das auch was ist, was die Aliens gesucht haben, nämlich Artefakte von den Forerunners, also von den Aliens, die vor den Aliens da waren, sozusagen. Ja, und dann landet man da, auch weil man eben angegriffen wird von den Aliens, dann da abstürzt, dann landet man da und dann sammelt man seine Leute und dann geht man in den Kartenraum. Auch weil eben gesagt wird, dass da scheinbar irgendwie mehr Informationen zu dem Ding sind, wo wir uns gerade drauf befinden, der Kartenraum. Und da nimmt das Abenteuer dann, sag ich mal so, seinen Lauf, weil man eben erst, also in Halo ist ja auch geschickt gemacht, man kriegt immer eine Aufgabe und denkt, aha, das muss ich jetzt machen. Und mittendrin ändert sich dann die Aufgabe und man merkt, ach nee, fuck, das sollte ja, ich muss ja was ganz anderes machen eigentlich. Oder das ist viel wichtiger oder das war falsch. Wenn ich das mache, fliegt alles in die Luft oder so, ja. Und am Ende geht's dann eigentlich... Ach, der Eismann. Der Eismann. Wir haben ihn vermisst. Ja, also einfach nur, um es klar zu machen, also es geht dann halt natürlich darum, wer die Herrschaft über den Halo-Ring hat und die Aliens scheinen den aktivieren zu wollen, weil sie irgendwas, sie ist so eine religiöse Geschichte dahinter, die können wir später nochmal aufdröseln, aber sie denken halt, sie müssen alle Sachen von den Forerunnern, Blutsväter heißen die, glaube ich, in der Deutschen, von den Blutsvätern aktivieren, weil sie dann eben in eine höhere Bewusstseinsebene kommen. Die große Reise treten sie dann. Genau, die große Reise, das ist deren Religion. Die suchen diese Artefakte und aktivieren sie und benutzen sie. Das sind ja auch mehr so Assimilatoren. Die erfinden ja keine eigene Wissenschaft. Die haben keine eigene Wissenschaft, sondern sie benutzen das, was sie von den Blutsvätern erfunden und erforscht haben. Also sie sind so, ja, benutzen einfach die alte, abgelegte Technologie und sind deswegen auch stärker als die Menschen. Die haben ihre eigene Technologie quasi entwickelt. So. Naja, worum geht's? Ja genau, und da geht's eben im Kampf darum, wer Halo jetzt anmacht oder nicht. Und dann findet der Master Chief halt in der Bibliothek den Illuminaten, oder wie er heißt. Das ist ja Guilty Spark. 434 Guilty Spark oder 343. 343, glaube ich, ja. Ja, und das ist so der Bibliothekar sozusagen. Also der einzige, das ist so ein kleiner Roboter, der rumfliegt und tierisch nervt. Boah. Der halt sagt so, oh, hier, ich kann dir helfen, weil kurz vorher ist die Flood halt aktiviert worden, also nicht aktiviert worden, sondern ist irgendwie auf... Freigelassen worden. Auch von den Aliens, glaube ich. Mhm. Und der Master Chief kriegt das aber nicht mit, sondern er sieht nur so eine kleine Videoaufnahme von einem seiner Marines, der tot ist und er zieht das so aus ihm raus. Mhm. Wurde seitdem auch nie wieder gemacht. Die hatten quasi so Kameras, wo das alles stimmt. aufgenommen wird. Stimmt. Damals macht er einmal und in allen späteren Teilen nie wieder. Dabei fand ich das ganz cool. Das hatte sowas von hier von Aliens oder so. Fand ich eine coole Idee. Ist mir nie aufgefallen. Ja. Und da merkt er dann, dass wohl noch was Krasseres kommt als die Aliens, irgendwas, vor dem sogar die Aliens Angst haben und dabei verliert er auch Captain Keyes, also der ist in dem Team verloren gegangen und das ist halt der Captain von der Pillar of Autumn und am Ende geht es dann eigentlich darum, dass halt Halo aktiviert werden soll, wie gesagt, und der Master Chief halt was dagegen hat so und weil das eben, wie rausgefunden wird, das ganze Universum vernichtet, weil das ist tatsächlich das Einzige, ich höre gleich auf zu reden, das Einzige, was die Flood aufhält, ihnen die Nahrung zu entziehen und das sind dann halt alle Lebewesen im Umkreis von 25.000 Lichtjahren, ich glaube Lichtjahren. Wohl, und es sind ja aber insgesamt, kriegt man später in den nächsten Teil mit, sind glaube ich 6 Ringe? 7. Oder 7. Insgesamt 7. 7 Ringe, genau. Und das ist der 4., den man findet in Teil 1. Also es sind 7 Ringe
Und alle zusammen wurden an verschiedene Stellen des Universums platziert, um dann mit einem Schlag quasi das ganze Universum zu zerstören, aber eben nicht kaputt zu machen, sondern zu resetten. Also quasi nur dem eine neue Chance zu geben, weil die Flood würde alles vernichten und dann ist dann nur noch die Flood. Und letztendlich müssen sie dann den Ring zerstören, bevor die Aliens ihn aktivieren können. Und das machen sie, indem sie halt die Pillar of Autumn quasi in die Luft jagen. Die liegt ja dann abgestürzt auf dem Ding, ist ja auch ein großes Schiff. Und das jagen sie in die Luft. Und dadurch wird der Ring zerstört, bevor er aktiviert werden kann. Das ist so jetzt grob mal zusammengefasst. Das geht eigentlich noch viel länger, aber ja. Aber das ist auch verworren. Also das soll ja auch so sein, dass man erst mitten im Spiel rafft, ach fuck, der Ring ist was? Der Ring ist eine Waffe. Die ganze Zeit denkst du, du musst ihn aktivieren oder du musst ihn vor den Aliens aktivieren. Dann brauchst du noch diesen Index, was der Schlüssel quasi ist, um ihn zu aktivieren. Und dieser Guilty Spark, der sagt dir auch erst ganz am Schluss, dass das quasi natürlich alles zerstört. Das ist die einzige Waffe gegen die Flatte. Und du so, ja wie, was? Wie dann will das? Ich dir aber nicht mehr helfen. Ja, aber war, musst du doch. Weißt du, so erst gegen Ende halt. Ja, das ist dramaturgisch ganz gut gemacht. Also es mag sich natürlich auch für die Leute, die jetzt mit Halo nicht viel am Hut haben, für sehr viel Story und sehr viel kleine Details dann, die dort wichtig sind, danach anhören. Aber man muss auch sagen, wir haben ja auch schon drüber geredet, dass Halo als Konsolen-Ego-Shooter was Besonderes war, aber ich kenne auch kaum einen Ego-Shooter, der so eine Mythologie drumherum aufgebaut hat. Innerhalb des Kontextes des ersten Spieles hat es funktioniert, dass du eben nach und nach Bruchstücke von dieser Mythologie entdeckst und das im Spiel dann so, dass du so viel genug erfährst, dass du eine Dramaturgie fürs Spiel aufbaust. Aber die sind ja von da auch schon ausgegangen, okay, wir können nach und nach uns Zeit nehmen, um das aufzufüllen. Nach und nach. Mit den Spielen selbst, mit Büchern, mit allem drum und da, was geworden ist. Und das ist eigentlich nur das Setup gewesen, für was viel, viel größer ist. Ja, für was, genau. Und sie haben dieses Entdecken, machen sie halt so zum Leitmotiv des Spiels. So dieses wirklich sich selbst, also so halt da durchführen und dann aber währenddessen auch die Geschichte entdecken und neu handeln und die alles, man ist ja allein auf sich gestellt, man hat nur sich, Cortana als Sidekick, die einem ab und zu sagt, was ist und ab und zu mal ein paar Marines, aber die wissen weniger als man selbst und das ist, ich fand das immer ganz toll, das war damals eben oft auch nicht so, da hattest du deinen Protagonisten, oft einen Antagonisten, das war ja dann oft eine ganze Rasse oder ein Planet oder so, wie Red Planet, weißt du, oh, die Marsbewohner, Autonomie ausgerufen, jetzt sind sie sauer und dann hat man sich halt bekriegt und es hat sich auch nicht mehr geändert, so. Das hat erst danach, finde ich, auch angefangen, dass es heute ist ja Usus, dass ein Spiel so auch mal Wendepunkte hat oder so, wenn es jetzt nicht gerade Gears of War ist. So, also halt Wendepunkte, wo man, weißt du, stringent schon. Ja, aber straightforward, gut, böse, kaputt machen. Ja. Und andere Spiele haben halt auch mittlerweile so diese typischen Überraschungen, diese typischen Wendepunkte, diese Shyamalan-Momente oder so. Shyamalaba-Ding-Dong. Ja, heute kann man damit schon gar nicht mehr überraschen. Heute kannst du überraschen, wenn du straightforward bist. Genau, du erwartest schon, dass da was kommt. Hey, genau. Was, Ende? Das war echt in der Tat was mir auch von Anfang an sehr gut an Halo gefallen hat, dass sie einfach schon bei der Story ein paar Dinge anders gemacht haben, so überraschend. Also allein das Konzept, dass die Allianz, also die Covenant, das ist so, naja, eigentlich sind das religiöse Fanatiker. Ja, das genau, geleitet von der Religion. Genau, das ist auch so, nicht wie bei anderen, wie du gesagt hast, wie bei anderen Spielen, es ist nicht nur eine Rasse, sondern es ist wirklich so eine Allianz aus verschiedenen Alien-Rassen, die teilweise ja auch durchaus, also entwickelt sich später dann so Zwistigkeiten entwickeln und im Clinch liegen. Ja, die Elite und die Brutes, genau. Genau, spalten sich die eine Gruppe von den anderen ab. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, wir können auch dann gut zu Halo 2 dann überleiten. Ja, wir sind dort, eigentlich, genau. Wir sind ja schon. Hätte ich ja vielleicht gemacht, wenn du mich nicht unterbrochen hättest. Der alte Reinquatscher. Irgendjemand muss es ja hier noch leiten, glaube ich, oder? Auf jeden Fall, das fand ich schon sehr spannend und wie du gemeint hast, du landest halt mit Master Chief auf diesem Planeten und denkst halt einfach nur, das ist eine Ringwelt. Schon mal für sich abgefahren, aber du weißt, du kennst den ganzen Hintergrund noch gar nicht. Genau. Es ist nur schon cool an sich. Weil krass, eine Ringwelt, das sieht doch geil aus. Und später, wenn du dann siehst, dass aus Versehen dieser Parasit, nämlich die Flood, freigelassen wurde und das ist nämlich, das ist ja der Gag, diese verdammte Flood ist ein Parasit und der einzige Zweck dieses Parasiten ist halt, jede andere Form zu assimilieren. Das ist die einzige Chance, wie sie, überleben können. Die können alles, in alles eindringen und kaputt machen und zu einer Flood-Variante davon machen. Wie ein riesiger Pilz, der alles überzieht und irgendwann ist dann alles diese Pilzmasse. Ich fand das auch cool, also da kann man kurz nochmal sagen, wie du gerade beschrieben hast, wir haben auf den Gegner noch gar nicht eingegangen, bis dato waren das dann intelligente, agierende Gegner, die in Deckung gegangen sind, die vor Granaten weggesprungen sind. Wie gesagt, die hatten so ein Moralsystem, wenn du die Starken in dem Team erledigt hast, dann sind die Kleinen immer weggerannt, ja, und du konntest sie ganz easy zerpflücken, so. Und dann plötzlich triffst du auf einen Gegner, der halt so ist wie in allen anderen Shootern bis dato auch, so Serious Sam-mäßig, stumpf auf einen zurennt. Und also, da war alles dabei. Da waren diese kleinen, nervigen Plopp-Viecher, die trotzdem auch an dir gesaugt haben, wenn sie an dich rankamen. Dann gab es aber auch diese Sporen, dicken,
diese dicken, fetten Typen, dass die explodiert sind, wenn du auf sie geschossen hast. Was es noch Träger, schwieriger gemacht hat. Ja. Mhm. Und weißt du, dann haben die sich auf den Boden geworfen, sind explodiert und alles plötzlich bist du, regnet es diese Dinge auf dich. Und du hast halt ständig Gegner gehabt. Es war ganz anders als vorher. Es war kompletter, weißt du, ein kompletter Bruch so. Genau, und darauf wollte ich hinaus. Das wurde auch vorher überhaupt gar nicht, wie du schon gesagt hast, überhaupt gar nicht angekündigt. Nee. Also wenn man damals nicht schon sich vorher gespoilt hat und die Story genau wusste, war das für mich, das war nämlich der große zweite Magic Moment, als das erste Mal, so nach dem ersten Drittel ungefähr des Spiels, als das erstmal die Flood auftrat, weil, ja, genau wie bei From Dusk Till Dawn, auf einmal gab es ein völlig neues Element und das Spiel hat sich drastisch gewandelt. Ich fand das auch extrem, ich fand das richtig gruselig. Also ich habe mich an diese Aliens gewöhnt und alles ist bunt und weißt du, das ist so dieser Halo-Style und auf einmal kämpfst du so gegen zombiehafte, parasitäre, naja, so Fleischklumpen, die nichts anderes wollen, als dich auch noch zu assimilieren. Brains. Ich fand das, also, das war echt, das fand ich sehr einschneidend. Ich fand es extrem bedrohlich, war geil gemacht, das war total überraschend. Und fand ich auch sehr spannend, dass sich dann im Laufe der ganzen Halo-Trilogie die Flood auch zu dem eigentlichen Gegner entwickelt hat. Also die, ja, der Kampf gegen die Allianz ist schon schlimm genug, aber da ist halt so eine Lebensform, die irgendwann das ganze Leben in der gesamten Galaxis irgendwann assimilieren wird, wenn man die nicht aufhält. Also am Anfang ist einem das noch gar nicht bewusst, was das bedeutet, gegen wen man hier kämpft. Es sind schon, das wird sehr, immer schlimmer. Sind schon sehr klassische von Science-Fiction-Filmen und vor allem von Serien eben, die dann eben darauf aufgebaut sind, so die Gegner von gestern sind meine Verbündeten von morgen, sozusagen, wo ein neuer und größerer Feind dann auftaucht. Und irgendwie das Konzept, was du sonst in einer Serie wie von Babylon 5 oder Deep Space Nine oder irgendwie sowas dann hast, wo immer konsequent mit den Allianzen gespielt wird und Feinde und dies und jenes, wo du echt ein großes Universum hast, wo viel passieren kann, das hat Halo eigentlich echt gut als Science-Fiction-Serie, wird es ja auch funktionieren, ne? Ja, es ist. Nicht nur als Shooter an sich. Es ist auch, auf jeden Fall. Die Natur des Menschen wird dann auch im Halo-Universum auch, aber auch generell immer auch so beschrieben, dass halt wir definieren uns durch Krieg. Die älteste Sache der Menschheit sozusagen. Aber wir können uns auch sofort zusammenschließen und wieder eine Einheit sein, sobald wir einen anderen Gegner haben, genau. der uns mehr bedroht. Und das sind dann halt die Covenant. Und dann kommt aber noch ein dickerer Gegner. Und deswegen gibt es ja später sogar in Teilen so Allianz zwischen Mensch und den Elite. Weil es eben, also es ist, finde ich, ein sehr schönes Bild einfach so, dieses irgendwie. Ja, in diesem Shooter-Universum, nichts ist für immer Freund und Feind, sondern das kann sich auch ändern so. Das fand ich schon schön. Das war halt in anderen Sachen nicht so. Aber und wir kommen ja gleich zum zweiten Teil. Aspekt, da ist ja einiges in der Richtung. Da ist einiges passiert, Was ich auch sehr cool fand, dieser Aspekt, dass es eben religiöse Fanatiker sind und die nicht einfach nur irgendwie die Erde erobern wollen, die wollen halt die Menschheit komplett vernichten. Einfach nur, weil es nicht in ihr religiöses Weltbild passt. Und das fand ich immer so bedrohlich, weil das heißt, dass du mit denen einfach nicht, du kannst keine Verhandlungen mit denen führen. Die werden sich niemals auf irgendwas einlassen, weil ihr einziges Ziel ist, die Menschheit zu vernichten. Und wenn sie selbst dabei draufgehen. Aber die sind so verblendet, du kannst mit denen nicht diskutieren. Du wirst nie irgendwie einen Waffenstillstand oder gar einen Frieden mit denen aushandeln können, weil die sind einfach irre. Die sind einfach irre. Das fand ich geil. Also das merkt man auch daran, cleverer Dreh. Sie wollen ja dieser Halo-Ring, auch nachdem man ihnen sagt, was das quasi ist, glauben sie es ja nicht und wollen sie trotzdem aktivieren. Dude, wir werden alle sterben. Ja, Alter! Ja. Egal! Das ist die große Reise. Da könnte man jetzt irgendwie, wir wollen jetzt nicht politische Dimensionen vermuten, aber einen gewissen, man muss das ja irgendwie auch immer alles in Kontext stellen. Man muss sagen. Nein, ich will jetzt nicht irgendwie auf was ganz Spezielles hinaus, aber ich finde das schon spannend, dass irgendjemand mal gesagt hat, okay, das sind nicht einfach nur die Aliens, die wollen die Erde übernehmen, sondern die haben irgendwie, wie auch immer, vertreten, aber so einen gewissen Grund und werden den auch bis zum Ende verfolgen. Das finde ich schon spannend. Und da merkt man auch, dass das nicht als Grundlage zu dem Ur-Halo schon ein Buch da war, aber dass man im Laufe des Spiels dann irgendwann auch ein Buch dazu entwickelt hat oder eben eins geschrieben wurde. Wie genau das jetzt, was zuerst war, Hen oder Ei, weiß ich auch nicht. Aber Tatsache ist, vor dem Halo, bevor das Halo-Spiel rauskam, gab es dann auch das Buch. Was ja aber auch daran liegt, dass halt vorher schon lange Halo ein Thema war und das ja aufeinander basierte. Aber das Buch ist echt super, weil es da auch nochmal viel aufklärt und nochmal so ein Grundwissen gibt. Du verstehst John Spartan halt viel besser und all das. Also es ist sehr, sehr empfehlenswert. Ich meine echt. Aber hieß er wirklich John Spartan? Nein, aber John Spartan ist Demolition Man. Das ist John Spartan. Wir bekommen eine Geldstrafe von genau, ich dachte gerade. Am Ende kommt Wesley Snipes als großer Endboss. Ich dachte vorhin ans Phantomkommando, das ist aber John Matrix. Wie funktioniert das mit den drei Muscheln? Demolition Man ist immer noch ein geiler Film. Ist sehr, sehr gut, großartig. Egal. Aber nee, absolut. Also
dieser Story um vor allem, dass da Themen um religiösen Fanatismus dort mit reingebracht wurden. Ich meine, das ist natürlich dadurch, dass es im letzten Jahrzehnt hier sehr präsent war, was durch die Nachrichten einfach gegangen ist und was hier in der Weltgeschichte passiert ist, dass eben viel mit religiösem Fanatismus zu tun gehabt hat. Und gut, man will da auch keine Zusammenhänge jetzt schaffen, genau, das aber wollte ich sagen, Halo 1 kam Ende 2001 raus. Na, also kannst du nicht sagen, dass es ein direktes Resultat aus gewissen Ereignissen gewesen ist. Aber es wurde natürlich, aber ich denke mal, ein bisschen einfach dadurch, weil das einfach ein Thema ist, was die Leute interessiert hat, ne, dass da Religion und wie damit umgegangen wurde und was die Konsequenzen sind, dass das ein bisschen Einfluss eben mit auf die Serie über die Jahre gehabt hat. Allerdings hast du recht, muss man eigentlich auch sagen, dass bei der 1, du hast ja zum Beispiel die Propheten noch nie gesehen in Teil 1. Das also das ist ja dann eher so, du kriegst es ja dann über weißt du, nee, Zweit- und Drittquellen kriegst du es dann mit, sodass da wohl irgendwie was ist und das wohl um Religion geht, aber das ist ja das Geile. Es wird im ersten Jahr auch mehr so angerissen. Genau. Und dann geht es im zweiten aber total ab. Es entwickelt sich. Der Ansicht nach, ich starte jetzt einfach mal weiter, mit der meiner Ansicht nach auch coolsten Entscheidung, die mal hatten, die viele auch vom Kopf gestoßen hat, nämlich Protagonist, also den Protagonisten gibt es schon im Master Chief, klar, der rettet die Menschheit, aber es gab halt keinen Antagonisten. Es gab halt eher so das Kollektiv der Aliens und da wurde dann der nicht vorhandene Anführer aus Halo 1, der Aliens in Halo 1, den man nie getroffen hat, der wurde dann in Halo 2 direkt am Anfang, während der Master Chief parallel in der Cutscene belobigt wird. Und Orden dann verleiht. Orden und Applaus und die Leute finden ihn super. Und er kriegt sogar einen neuen Anzug, so einen dickeren, einen besseren, ja. Und ich werde, er kriegt alle Chicks. Und wer, alle, wenn und er mal aus und seinem er hat Anzug, kein Interesse. Er stinken muss in dem Ding. Aber gut, also von wegen Chicks. Weck mich auf, wenn es was zum Töten gibt oder Sex. Ja, da aber nur kurz. was wollte ich sagen? Antagonist. Parallel, also das ist schön gemacht einfach für damalige Zeit, schon fast filmisch so. Ja, der eine wird belobigt und gefeiert und parallel siehst du immer Querschnitte, wie der Kommandant quasi seine Orden werden ihm abgenommen und alles und seine Rüstung und er wird ganz unehrenhaft von den Aliens, kriegt da so ein Brandmal und wird verknackt zum Tode und dann aber gibt's wohl diesen, so einen juristischen Kniff, sag ich mal, den die Prophets halt von Anfang an sich wahrscheinlich auch gedacht hatten, als sie ihn eben niedergemacht haben, dass sie, also einen gefallenen Elite kannst du zum Arbiter machen, zum Gebieter. Mhm. Und das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass er die dickste Blutsväterrüstung kriegt, die halt haben, so eine, die ihn halt stärker macht natürlich. Und er kriegt dieses tolle Schwert und alles. Aber er ist dann halt quasi der Antagonist zum Master Chief direkt. Er ist quasi genauso stark und so. Und er kriegt aber jetzt nicht irgendwie den Auftrag, den Dämon irgendwie zu erledigen, sondern sein Auftrag ist, was ja noch interessanter ist, weil es gibt Einblicke in die Aliens, Ketzer und Verräter und all die Leute, die quasi in den eigenen Zirkeln für Unruhe sorgen, zu erledigen. Was ja dann dieses totalitäre Regime tatsächlich auch ein bisschen deutlich macht, ja. Und ja auch diese Doppelmoral, mit der halt die Propheten, es sind ja irgendwie, glaube ich, die drei Alien-Propheten irgendwie agieren, so. Das ist ja alles total interessant, finde ich, weil du lernst voll viel von deinem Feind kennen, durch die Augen deines Feindes, so. Vor allem, weil der Arbeiter selbst ist am Anfang auch noch total verblendet und macht das alles und so, und den kriegt dann im Laufe des zweiten Teils die Augen geöffnet. Also fand ich super damals, aber viele haben es gehasst, weil das ist das Metal Gear Solid 2 Syndrom natürlich, weil du hast eine extrem starke Figur mit dem Master Chief geschaffen, das war ja bei Solid Snake das gleiche mit Metal Gear Solid 1 und bei Metal Gear Solid 2, also Wolf guckt mich auch da gerade mit mit zustimmenden Augen an, wollte ich sagen. Ja, mit Augen. Ja, du hast ja auch hier als Raiden als die nervigste Bitch oder sowas mal irgendwie in der Top 5 gewählt oder irgendwie sowas war das. Ja, und zwar zu Recht. Top 5 der Nervensägen, glaube ich. Top 5 der Nervensägen, ja. Danke Kojima, du Arsch, weiß ich noch als Schön. Zitat. Ja, aber also wer möchte mir da widersprechen, jetzt mal ganz im Ernst? Ja, das, ja, absolut, egal. Absolut. Das ist nicht das Thema. Absolut. Dort wurde, du hast eben nicht direkt was bekommen, was dir quasi verkauft wurde, dass du dann der Master Chief dementsprechend dann gleich bist. Du aber hast die Hälfte der Zeit, hast du halt beide, also einen gespielt von beiden. Ja. Du hast beide gespielt. Weißt du, bevor wir weitermachen, Trant guckt sehr, ich stehe gerade am Trant, Fenster und will auch. Da ist der nächste Halo-Experte. Ja, Halo 2 hast du doch auch gespielt. Und ich wollte überlegen, ob ich jetzt noch, ich wollte nur
überlegen, ob ich jetzt noch was dazu beitragen kann oder nicht. Ja, immer, hey, Trant, immer. Ja, dann komm doch rein. Gehen. Ja, komm, setz dich doch einfach komm mal rein. Bring Story. Eis komm mit. Dran. Ja, komm mal rein. Zieh dir die Badehose an, creme dich ein. Können auch gleich, ich kann doch gerne mal mein Mikro, ich lade eh zu viel, mal ein bisschen abgeben. Ja, wir machen so um die Reihe herum. Muss gleich Kaffee holen. Genau. Ah, Kaffee. Wo waren wir gerade? Genau, also Teil 2. Genau, Teil 2. Wie fing denn Teil 2 an? Also Teil 2 nochmal so für die Grunddetails. Also Halo 1 hatte sich ja ziemlich entwickelt, quasi als der, eigentlich der Haupttitel für die Xbox 1. Jeder, der sich eine neue Xbox 1 gekauft hat, hat sich auch Halo mitgekauft. Dementsprechend auch als erster großer richtiger Multiplayer-Titel dann festgezeckt. Ich glaube, damals Xbox Live hat ja damals schon angefangen, aber ich glaube mehr, wenn du Halo 1 gespielt hast, war auch mehr so ein lokaler Multiplayer, oder nicht? Genau. Dass du die Xboxen zusammengeschlossen hast, paar Netzwerke. Exakt, Mann, das war super. Und dann haben die Entwickler probiert, also haben gesehen, was Fans machen, nämlich, dass sie sich untereinander vernetzen, um die größtmögliche Anzahl von Spielern an eine Runde zu kriegen quasi. Und das haben sie als Anregung genommen, das selbst doch einfach zu machen. Also den Multiplayer-Part noch so weit weiterzuentwickeln und zu polieren und zu verbessern, dass das einfach so von Hause aus dieses Angebot mitkommt. Dass man nicht ewig umständlich sich selbst da irgendwie verlahnen muss, sondern genau, damit genau. Das gleich von Anfang an. Es war eine der großen Konsequenzen, dass Xbox Live quasi dort, dass die Leute Halo Online spielen können. Und man muss auch sagen, das ist erst, glaube ich, offiziell vor 3-4 Wochen zu Ende gegangen, dass Xbox Live für die Xbox 1 zu Ende. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Xbox Friends List bei der Xbox 360 nur 100 Leute haben kann. Das ist eine Limitation durch den Netcode, der für die alte Xbox noch vorhanden ist, weil es heute noch Leute gibt, die Halo 2 online gespielt haben bei Live. Habt ihr das mitbekommen mit dieser lustigen Geschichte, wo sich da die letzten Fans noch online eingeloggt haben? Ja, genau, im letzten Wochenende. Ein letztes großes Wochenende. Bis nur noch 2 übrig waren, die haben aber mittlerweile auch aufgegeben. Ja, jetzt ist down. Ja, gab es ja irgendwann dann Verbindungsprobleme. Natürlich gibt es immer noch die Möglichkeiten, dass du über die ganzen X-Link-High-Netzwerkgeschichten, also wo du dann trotzdem Netzwerkverbindung machst, aber dadurch ein simulierter Client dir dann sozusagen Multiplayer-Gameplay ermöglicht. Aber das offizielle Xbox Live, das war, glaube ich, da ist es auch richtig, in meiner Erinnerung, richtig losgetreten. Das mit Halo 2, dass jeder dann, der Halo 2 gekauft hat, hat sich dann auch Xbox Live geholt und das gab dann ohne Ende Millionen von online gespielten Spielen und eben das, also Halo 2 war rausgekommen so um den Dreh Anfang, Mitte 2004, glaube ich, wenn ich mich nicht also 2004 muss es gewesen sein, ich weiß, es ist einen Monat vorher geleakt, kann ich mich noch erinnern. Ja. Ne, da sind schon entsprechend dann Leute vorbei, ey, ich habe hier schon Halo 2, ne, ist leider eine französische Fassung. Finde ich ja immer scheiße. Genau, schon deswegen würde ich es nicht spielen. Diese geleakte Kacke, ey. Was habt ihr schon alles über Halo 2 erzählt? Nee, wir sind gerade erst reingekommen. Entschuldigung. Nee, Gregor, führe zu Ende aus. Und was habt ihr darüber erzählt? Jetzt nur so Multiplayer? Wir haben ein bisschen über die Story schon mal dann uns ausgelassen mit dem Arbiter und diese zweigleisige Geschichte. Und fandet ihr das gut? Da wollte ich übrigens noch einhaken, weil Simon gerade das mit dem, dass du auch den Arbiter spielst, ne? Was eine große Überraschung war. Und mir hat der Penner das damals eiskalt gespoilt. Der hat natürlich irgendwie... Ey, Moment, aber mir fällt gerade ein, die Packung war ja auch unterschiedlich. Ich hatte eine Arbeiterpackung. Okay, ich nicht. Das Cover war ja unterschiedlich. Mal war es ein Wendecover vielleicht? Oder? Nö. Ich glaube, es gab 2 echt? Editionen. Hier, so? Simon, jetzt kommt Simon wieder rein mit seinem Kaffee. Ich habe gerade gesagt, dass du mir die Überraschung im zweiten Teil, dass du auch den Arbiter spielst, hast du mir eiskalt gespoilt, du Sack. Hab ich? Ja, natürlich. Du hast das irgendwie gespielt, nachts direkt und auch schon wahrscheinlich direkt durch und kommst am nächsten Morgen so, ey, super, Halo 2, voll geil. Vor allem, wenn du auf einmal den Gebieter spielst selbst und als Alien unterwegs bist und dabei, da wusste es doch keiner. Das tut mir leid. Ja, da aber, Simon, du neigst leider sehr gerne, das dazu zu machen. Das ich komme vorbei, was spielst du denn? Bioshock Simon. 1, übrigens, das passiert am Ende. Ja, also genau, das ist voll gemein hier. Ja. Das ist schon ein kleiner Spoiler. Ich passe schon immer auf, so. Oder Trant. Oder Trant. Jetzt werde ich wieder traurig. Nein, aber Trant war gerade ganz begeistert. Wo seid ihr gewesen bei Halo 2? Also wir haben eigentlich nur gerade angefangen, dass du am Anfang siehst, wie der Gebieter quasi gebrandmarkt wird und aller seiner Ehren. Übrigens, das war eigentlich schon geil. Das war geil, genau, was du meintest, Simon, dass du auch da lernst du noch besser, wie diese Hierarchien in dieser Allianz funktionieren. Und das ist echt bizarr, weil du siehst ja quasi eigentlich einen Gegner von dir, wie er von seinen eigenen Leuten gequält wird und gebrandmarkt. Müsste dich ja eigentlich... Genau, weil er es nicht geschafft hat, dich aufzuhalten im ersten Teil. Finde ich schon geil. Und du siehst so deinen Gegner, wie er dafür bestraft wird. Eigentlich sollte man meinen, ist das ja cool, also spornt einen noch mehr an. Aber bei mir war es auch so, dass ich dachte, ey, also da ist mir klar geworden, dass das halt echt... Was für Arschlöcher. Also irgendwie, das ist jetzt nicht irgendwie die in sich ruhende Alien-Gemeinschaft, die dasselbe Ziel hat und irgendwie das Kollektiv und wir sind eigentlich die bessere Lebensform, sondern das sind knallharte, ja, Faschisten eigentlich. Weißt du, die ohne, also auch mit Gegenwehr
verleiben die sich einfach neue Spezies ein und drücken denen ihre Glaubensvorstellungen auf und bestrafen dann auch jemanden, wenn er nicht das tut, was ihm gesagt wird. Also fand ich schon, das gibt dem Ganzen noch so eine Dimension. Und finde ich auch spannend, dass dieses Alien-Kollektiv halt nicht einfach nur die Bösen sind, sondern dass man lernt, wie die funktionieren und dass sie, also ich fand das sehr bedrohlich. Egal. Verschiedene Alien-Rassen, da kamen ja auch die Broods dazu. Was waren denn das? Haben die damit zur Allianz gehört oder war das eher so ihre eigene Truppe, die dann mal mit denen gemeinsam gemacht hat? Ab dem zweiten Teil schon, ne? Die Broods. Weiß ich nicht. Wenn ich kurz dir das Mikro abnehme. nein. Ey, das war cool, ciao. Du musst es dir so vorstellen, es gibt halt Rassen, die sind annektiert worden, heißt glaube ich so, oder die sind quasi übertölpelt worden und einfach genommen worden. Dazu gehören diese komischen Riesenviecher, die ja aus Würmern bestehen, weißt du, diese großen mit dem Schild. Die Jäger, genau. Das sind ja so Würmer, ganz viele. Mhm. Oder halt die Kleinen und so, oder die Jackals, die Flügelwesen und so, die fliegen können. Aber die Elite und die Brutes sind quasi so, haben die so eine recht große eigene Zivilisation aufgebaut, bevor die Propheten kamen. Und die sind beide so vom Glauben herüber gewechselt. Also die sind jetzt nicht bekriegt worden, so soweit ich das verstanden habe, sondern die haben sich belehren lassen. Halt so, okay, so ist das, ja gut. Suchen wir halt den ganzen Blutfederzeug. Und die haben immer gekämpft, wer halt quasi die Garde ist, die erste Leibwache der Propheten. Und das sind halt die Elite geworden. Genau. Und die Brutes, weil sie auch ein bisschen dümmer sind, man sieht das ja auch gerade, die Elite sind edel und so Protoss-mäßig und sehen cool aus und haben so Ehre und alles. Und die Brutes sind halt irgendwie. Das sind halt die Schläger. Rennen alles kaputt, genau die Schläger. Und deswegen sind die halt zweite Garde nur. So. Das fand ich auch in Halo 2 war eine geile Szene, als dann halt die Brutes reinkamen in diesen Raum, wo der Prophet halt rumhängt und dann haben sie den Eliten die Waffe abgenommen, diese Lanzen und so. Wo gleich klar wurde, hier findet gerade ein Machtumschwung statt. Ja. Schön. Jetzt, ich wollte eigentlich gerade ein bisschen über Halo 2 motzen, weil mir da gar nicht so viel in Erinnerung geblieben ist, aber ihr erfrischt mir gerade alles auf. Und jetzt finde ich es eigentlich dann doch ganz geil. Aber lustig, weil bei mir ist es ganz genauso. Ich fand Halo 2 auch geil, hab's natürlich durchgespielt, alles super. Aber ich habe auch echt viel davon wieder vergessen. Also das ist komischerweise der Teil, wo mir am wenigsten im Gedächtnis geblieben ist. Wenn ich jetzt irgendwie mir nochmal Screenshots anschaue oder Videos oder wenn ich das nochmal spielen würde, natürlich, richtig, stimmt. Und dann kommt dieses Wasserlevel und so. Es ist ein Brückenteil. Aber jetzt erstmal so in der Rückschau, da ist irgendwie, ich weiß auch gar nicht, woran es liegt. Vielleicht lag es daran, ein bisschen dieses kleine Problem, der zweite musste natürlich noch unbedingt den ersten toppen, alles noch ein bisschen größer und epischer und krasser und noch fettere Szenen. Und vielleicht hat das so diesen Effekt bei mir ausgelöst, dass es zu viel war, so weißt du, also es hat sich gegenseitig immer überboten, dass du irgendwann gar nicht mehr richtig alles abspeichern kannst, weil du halt irgendwie dabei bist, dieses große Epos durchzuspielen. Du musst natürlich auch sagen, selbst seit Halo 2 ist extrem viel in die Halo-Mythologie, ins Universum dazugekommen an Info. Vielleicht war es ein bisschen zu viel auf einmal. Wenn du die ersten drei Halos eben als Trilogie ansiehst, das ist wirklich dann der klassische Brückenteil im zweiten. Hast du vielleicht auch nicht so direkt erwartet. Du erinnerst dich an die Anfänge, wie das passiert. Du erinnerst dich an das große Finale, was im dritten dann auffällig wurde, mit dem besonderen Ende und alles, was dort dann passiert ist. Aber so die Geschichten, die zwischendurch geführt haben. Wir hatten es kurz vorhin angesprochen, also kurz draußen war Simon, Halo 2 ist eigentlich der Titel, der Xbox Live richtig den Push gegeben hat mit dem Online-Spielen. Das wurde selbst bis vor ein paar Wochen, wo Xbox Live für die Xbox 1 abgeschaltet wurde, wurde noch Halo 2 gespielt. Das war der Grund, warum... Arme Schweine, die jetzt noch Halo 2 spielen. Der Grund, warum es nur 100 Leute in der Friends-List gibt, weil das eine Limitation von Xbox 1 gewesen ist und die das nicht abschalten konnten, weil der Netcode drin bleiben musste wegen Halo 2. Das ist nicht nett. Es kann sein, dass es dann bald nochmal dann abgedatet wird, aber man sieht, das war wirklich, dass du Halo mit Xbox Live spielen kannst, die Zahl zu nehmen, auch für viele und alle, dass endlich dann auch wirklich Multiplayer-Online-Gameplay, ohne dass du deine Konsole immer direkt zusammenschließen musst. Und ich glaube, wenn viele Leute an Halo 2 denken, denken sie vielleicht ein bisschen mehr an diese Multiplayer-Komponente und dieses Element, was da vorherrschend war, und ein bisschen weniger an die Story, weil zur Story ist eben so viel dazugekommen in der Vergangenheit. Ja, vielleicht die Zahne. Es ist auch so, beide, also recht so, die Story wurde halt aufgebläht so ein bisschen, wurde ein bisschen interessanter, sage ich mal, gemacht, so hat mehr Ebenen bekommen, aber es war auch, ich habe das in so einem ellenlangen, verdammt, ich würde jetzt gerne verlinken können, aber ich weiß nicht mehr, wo es her war, Game Inform, irgend so eine von diesen Seiten, die so große, dicke Specials haben über bestimmte Themen, die schon ein bisschen älter sind, und da gab es eins von Bungie-Leuten über die Entstehung von Halo 2, und das war sehr interessant, weil sie auch mit wirklich auch aufgeräumt haben mit dem Gedanken der Leute, dass das Ende von Halo 2, dieser Cliffhanger, dass es so gedacht war, sondern nee, es ist wirklich genauso, wie man vielleicht vermuten könnte, dass sie mitten in der Entwicklung einfach nicht fertig waren. Und es war wirklich so gedacht, Halo 2 und 3 sollte ein Teil werden, so von der
Idee her, so wie Zurück in die Zukunft 2 und 3 ja auch ein Film eigentlich werden sollten. Dann haben sie gemerkt, fuck, wir kommen gar nicht mehr, auch nur annähernd fertig, damit rüber. Und dann haben sie halt das jetzt genommen, weil das wahrscheinlich die dramaturgisch beste Stelle war, um einen Schnitt zu machen. Genau, am Ende hat man, wie ist er, Tartarus, glaube ich, der Anführer Tartarus, der Brutes, ja, in so einem großen Endfight besiegt. Aber dass es dann wirklich das Ende des ganzen Spiels gewesen sein soll, das kam für viele überraschend, für mich inklusive. Also das fand ich auch, muss ich sagen, einer der Kritikpunkte von Halo 2, das Ende war halt echt kacke. Also da hätten sie, deswegen, ich bin auch immer großer Freund davon, lieber noch einmal verschieben um 2 Monate und es dann aber wirklich rund machen und echt geil, so wie die Entwickler es gerne hätten und nicht immer so krampfhaft diesen Release-Dates hinterherhecheln, die irgendjemand mal vor 3 Jahren irgendwie mal rausposaunt hat. Und am Ende müssen die unbedingt eingehalten werden, weil sonst alle enttäuscht sind. Also da hätte ich mir auch noch so einen schöneren Abschluss gewünscht. Das ist so ein Kritikpunkt an Halo 2. Was ich allerdings geil fand an Halo 2 wieder, ein kleiner Magic Moment, als du das erste Mal diesen Scarab siehst. Weißt du, diese riesigen 40 Meter hohen spinnartigen Roboter, die dann über Straßen und Häuser klettern. Später im dritten Teil kann man sie auch selbst entern und selbst zu Fall bringen. Ach, das ist unglaublich. Also als ich das erste Mal dieses Mistvieh gesehen habe, wie das da so über die Häuser kommt in, wo war's? New Mombasa? Wo kämpfst du? New Mombasa, genau. Das ist ja, man sieht's ja, Alter, die ganze Zeit rumlaufen, über einen drüber und so. Und am Ende kann man draufspringen. Das Tolle fand ich daran, dass, ich weiß nicht, das war auch so zum ersten Mal. Es war so groß und man konnte halt darauf, also man ist nicht draufgesprungen und dann war ein neuer Level, der geladen wurde, sondern das Ding war da so. Du konntest drauf rumlaufen, das hatte ein Innenleben, wo du rein konntest und das war die ganze Zeit auch so. Also das fand ich immer cool, das ist halt, ja, wie ohne, dass du halt einen Ladebalken hast, ohne, dass irgendwas geändert wird, ja, die Größe wieder geändert wird und plötzlich bist du in einem Level, der so tut, als wärst du auf dem Scarab. Nein, du warst wirklich da drauf und der lief rum währenddessen, das fand ich geil. Genau, das konnte Halo halt schon immer. Es hat dir nie das Gefühl gegeben, oh, das ist jetzt die und die Sequenz. Weißt du, oder anderen Spielen, aha, jetzt kommt die Fahrsequenz, jetzt muss ich nur ballern. Oder, oh, das wäre jetzt die Scarab-Sequenz. Bei Halo geht das alles ineinander über. Springst runter, machst ihn fertig, springst wieder raus und dann geht's einfach direkt weiter mit dem nächsten krassen Fight. Fand ich schon immer geil. Und die Jäger. Jäger fand ich schon immer krass. Diese Wurmviecher, die fand ich immer, wenn Jäger aufgetaucht sind, da ging mir echt immer ordentlich die Düse, muss ich sagen. Ja, vor allem im ersten Teil fällt mir gerade eine Szene ein, wo du dann in dem Allianzschiff bist oben, weißt du, wo du dich unten durch die Halle kämpfen musst, wo die Ghosts immer landen und oben schießen die blöden Jackale runter und du kriegst sie nicht wegen dem Schild und am Ende kommen dann diese 2 Jäger und du hast keine Ausweichmöglichkeit. Ach, und sie poltern auf dich zu und schießen mit diesen grünen Bazooka-Pärlchen auf dich. Alter. Die waren schon immer krass und da war man auch immer sehr stolz, wenn man die dann erlegt hat. Das waren immer die schlimmsten Kämpfe und wenn da beide endlich mal down waren, da fühlte man sich schon geil. Aber ich muss jetzt mal ganz kurz noch eine Sache sagen, gerade weil wir haben ja über die Elite und die Brutes geredet und das war ja eine story-relevante Entscheidung, dass man die Brutes halt jetzt als Hauptgegner hatte, weil es mit der Story auch so gut passt und weil irgendwie ja auch dann gegen Ende, wenn sich so Allianzen zwischen Elite und Menschen anbandeln, das wäre mit Brutes gar nicht gegangen. Einer muss ja überwechseln. Aber ich fand die Brutes, immer wesentlich schlechter als Gegner, als die Elite. Die hatten eine ganz beschissene Taktik zu kämpfen. Die haben zwar in 2 anders gekämpft als in 1, aber trotzdem nicht so wie die Elites. Und ich habe die viel lieber bekämpft. Also das war echt eine Sache, die hat mir den zweiten Teil ein bisschen versaut. Und damit auch den dritten so ein bisschen. Weil ich fand, die Elites waren immer die besseren Gegner. Ich kann es schwer beschreiben. Das ist halt so ein Gefühl einfach. Ich finde einfach, diese Affenviecher fand ich irgendwie auch zu blöd. Also die waren mir irgendwie nicht cool genug. Das stimmt schon. Das Design verdient jetzt irgendwie keinen Preis. Die waren relativ plump. Ich weiß auch, was du meinst, aber also das hat mir wieder ganz gut gefallen, genau dieser Gegensatz. Also diese Eliten, die waren jetzt nicht irgendwie in extrem hoher Zahl vorhanden, also die wurden nicht in einem Halo-Teil 5000 Eliten entgegengeworfen. Die kamen halt immer mal wieder vor. Und bei Brutes, die waren halt, die bezogen ihre Gefährlichkeit einfach durch diese schiere Körperkraft. Da stehen halt 6 von diesen scheiß Brutes und am Ende, weißt du, wenn du sie fast fertig gemacht hast, dann rennen sie auch völlig blindlings, blindwütig auf dich zu und wollen nur noch alles kaputt machen. Das ist so der animalische Teil dieser Alien-Allianz. Die haben ja auch den Hammer eingeführt, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Irre. Also, das stimmt schon, die Kämpfe gegen die Eliten waren irgendwie immer herausfordernder, spannender und auch befriedigender, aber dadurch, dass die Brutes eben nicht so Eliten 2.0 waren, sondern echt ganz andere und auch ein bisschen blödere Gegner, das fand ich aber schon ganz schön. Also, das war eine neue Facette, die mir ganz gut gefallen hat. Ja gut, aber in 2 hat man es ja auch noch hingekriegt, weil in 2 kämpft man ja auch noch gegen Eliten als Elite. Also es gibt ja schon so noch Missionen, wo man die hat, aber ich, wie gesagt, diese Ablöse als Hauptgegner hat mich ein bisschen traurig gemacht. Ich mochte die. Ich habe die gerne getötet. Am Ende von Teil 2, ich wusste, dass du in Teil 3, dass sich die Eliten mit der Menschheit zusammenschließen. Es war so klar und ich fand es auch geil, dass es das so gekommen ist. Das fand ich total cool. Wo wir gerade bei Gegnertypen sind, wie fandet ihr die Flat?
Weil ich fand die, ich denke jetzt natürlich ans typische Flat-Level aus Halo 1, die Bibliothek, das 10. Level, was jeder scheiße fand. Das ist tatsächlich eins meiner Lieblingslevels, das ich gezielt angewählt habe, wenn ich mal Bock auf Ballern hatte. Weißt du? Echt? Ja, ich mochte die Flat irgendwie. Die haben sich so schön auseinandergebröselt, die waren auch einfach zu beherrschen, weil ich wusste genau, was sie machen. Also natürlich nicht nur, wäre das ganze Spiel aus Flat-Leuten bestanden, dann hätte ich die scheiße gefunden, aber ich fand die generell geil. Ich meine, einerseits waren sie auch gruselig. Ich mag auch die Flat als erzählerisches Element einfach. Auch diese Musik dann immer, dieses Ding. Ja, diese kleinen Krabbelfiecher, die Spuren, gleich die dicken Leute ankündigen. Weißt du, jetzt kommen hier die Zecken an, gleich folgen die, die Pestbeutel. Und wenn du keine Pumpgun mehr hattest, ne? Dann hattest du am Ende nur noch deine blöde Pistole und eine Granate und auf einmal bist du in so einem Flat-Level. Genau. Scheiße. Ja, und dieses Survival-Gefühl hat die Flat eben super rübergebracht, meiner Meinung nach. Du hast halt wirklich wenig Waffen und die lassen ja auch nicht immer Waffen droppen und dann musstest du halt überleben mit dem, was du hast. Und wenn du mal keine Munition mehr hast, dann musst du eben reißaus nehmen. Hoffentlich wieder neu. Ich fand die cool. Ich habe nur öfter gehört, dass viele Leute die scheiße finden. Naja, es geht mehr um die Level eben so, dass sie sich ein bisschen copy-pastig angefühlt haben. Ich habe die Räume gebaut und dann kopiere ich die Räume und kopiere sie. Da fand ich aber andere Levels blöder. Also das, die Bibliothek gerade fand Halo 1. Genau, gerade die da. Das Allianzschiff war teilweise echt scheiße so, weil ja auch alles Lieder war und es hat sich angefühlt wie so ein Baukasten aus Quadraten und Gängen. Aber die Bibliothek fand ich jetzt eigentlich ganz nett. Aber stimmt schon, also dadurch, dass es halt nicht die ganze Zeit nur um die Flat ging, sondern dass sie immer wieder eingeworfen wurde, so levelweise und gerade immer so zum Finale des Spiels hin, wurde die Flat auch immer wichtiger. Das war schon eine ganz gute Mischung. Ich finde auch, das haben die ganz gut hingekriegt. Also nur Flat hätte ich, glaube ich, auch irgendwann öde gefunden. Aber so wirkten die auch immer noch bedrohlicher, wenn sie denn mal kamen. Gibt es die denn in Reach? Die Flat? Ja, nee. Oder sind die raus? In Reach? Die sind ja noch gar nicht vorhanden eigentlich. Ach so, okay, also, siehst du, ich weiß nichts über Reach. Genau, die wird ja... Das liegt ja davor, quasi Vorteil 1. So. Also von der Schlacht kam nur die Pill of Autumn quasi lebend raus. Ach so, super, okay, stimmt. Super! Ja, um mal kurz zu Halo 2 zurückzukommen. Also inhaltlich eine Menge cooler Sachen, die dort wieder abgefeiert sind. Sind da irgendwelche Gameplay-mäßigen Sachen euch nochmal aufgefallen, die verändert wurden zu Teil 1 und die verbessert wurden? Irgendwelche Elemente, die man aus Halo 2 hätte mitnehmen können? Dual-Wielding, ne? Gab's im ersten noch nicht, dass du zwei Waffen führen konntest. Und natürlich auch die Waffen an sich. Ich meine, das Assault-Rifle wurde entfernt, wo dann auch viele Leute sich drüber beschwert haben. Oh Mann, ich will die scheiß Uzi nicht, ich will mein gutes Assault-Rifle haben. Ja, und die fand ich auch scheiße. Ich fand das Assault-Rifle geil und ich fand die Battle-Rifle doof. Mit den diesen Dreierschuss. Als Ersatz dafür. Ja. Oh, ich fand die gar nicht so schlecht, aber war erstmal keine Enttäuschung. Ist Geschmackssache auf jeden Fall, ja. Was auch neu war die Möglichkeit, auf Knopfdruck Fahrzeuge zu entern, obwohl ein Alien quasi drauf saß. Also es ist auf dich zugefahren mit so einem Ghost und du konntest mit geschicktem Timing und wenn du genau in der richtigen Sekunde den Knopf drückst, konntest du quasi ihn runterkicken und saß dann selbst drauf. Ich kann mich erinnern, von der E3, wann war das, Gregor? Dann 2004, wann kam? Also du weißt, was die E3, also 2004 Computer. Kam das Spiel raus, also müsste E3 2003 sein. Dann wird es 2003 gewesen sein. Da hat man so ein Level gesehen, vorgespielt, so vor so einer Audience im Dunkeln. Und ich kann mich noch daran erinnern. Was Mombasa war, so ganz graue Betonstädte. Genau. Und dann hat ich weiß gar nicht, wer es gespielt hat, irgendeiner aus dem Team, hat zum ersten Mal gezeigt, wusste auch keiner, dass du wirklich mit Knopfdruck da auf so einen Ghost springen kannst, wie die alle geklatscht und gejubelt haben. Alter, da hatte ich so eine Gänsehaut. Ja. Das fand ich so geil. Echt, das war mit so, da hatte ich Bock auf das Spiel, obwohl ich es noch nicht mal annähernd spielen konnte. Also da dachte ich so, Alter, das wird geil. Das ist geil. Super. Vor allem noch unglaublich wichtig für Multiplayer-Modus, dass der fair bleibt. Total. So. Also die Reaktion des Publikums, weil ich genau dasselbe, ich wollte am liebsten echt klatschen, dass es ging. Und wie cool ist das? Und auf einmal läufst du da mit zwei Waffen rum, ey. Du hast aber ich fand beide noch Waffen dickere scheiße. Ärsche getreten. Ich fand, also ich meine, das Geschmacks, aber ich fand dieses Dual-Wielding doof. Und ich bin auch froh, dass es dann letztendlich wieder draußen ist. So. Und bei Reach wird es das ja auch nicht geben. So. Also ich fand es als Designentscheidung irgendwie doof. Ich weiß auch nicht. Es hätte cool funktionieren können, aber irgendwie im Multiplayer-Modus zum Beispiel hat mich das eher gestört. So. Du hattest halt musstest immer dann so auf gucken, welche Kombination, dass du einen für Schild hast und einen für Fleisch quasi. Das ist ja die taktische Herausforderung. Ja, also ich ja, hab's ja. auch, ich laufe auch lieber nur mit einer Waffe rum, aber auch nur deswegen, weil ich das Dual-Wielding einfach nicht gut genug beherrsche, um wirklich alle Vorteile draus zu ziehen. Also ich glaube, wenn man das wirklich kann, also du hast ja schon gesagt, jetzt ist es ja mittlerweile auch schon wieder abgelegt, aber also wenn du damals dich wirklich damit befasst hast, welche Kombination von Waffen funktioniert gegen wen mit am Sicherheit. Besten, ja, das stimmt. Dann glaube ich, ist das nochmal eine ganz neue taktische Komponente. Also mir hat das schon gefallen, diese Möglichkeit. Also toll waren diese Niedler und zwei davon und dann hast du halt einfach den Gegner ist nur noch in einer Explosion in die nächste geflogen. Niedler mochte ich noch nie. Ich weiß nicht, warum. Ich mag ja
generell... Nein, ich mag den. Nee, ich mag generell die Alien-Waffen nicht. Ich hasse es, wenn ich mit jemandem Halo spiele, wenn ich als Alien spielen muss, dass ich immer mit den Alien-Waffen anfange. Ich finde die einfach scheiße. Ich weiß nicht, warum. Ich mag, nee, finde ich nicht. Ich mag einfach dieses physische, du hast irgendwie echt was in der Hand, was wirklich Patronen verschießt. Weißt du, ich mag das einfach, diese Alien-Waffen, dass du nur 5 Sekunden schießen kannst, dann wird sie heiß, dann musst du deine Hand abkühlen wieder und warten, dass sie ja, aufhält. Aber ich finde, die haben auch Vorteile. Zum Beispiel mag ich das Plasma-Gewehr, weil ich mag halt auch, dass man sieht, wie die Schüsse aufs Ziel eintreffen, was ja jetzt bei den Maschinengewehren nicht so ist. Die macht nur ratatat und der andere wird dann halt getroffen, aber bei dem Plasma-Gewehr oder bei allen Schüssen jetzt, beim Needler, wie super da, wenn du geschossen hast um die Ecke und die machen so eine Flugbahn und dann treffen sie alle gebündelt im Ziel ein und dann passiert mal kurz nichts und dann scheppert's und der Gegner ist im Arsch. Das fand ich super. Oder halt auch jetzt die kleine Plasma-Pistole, das wollte ich jetzt noch zum Dual-Wielding sagen, wie cool das ist eigentlich, dass man in der einen Hand die Plasma-Pistole hat, die ja das Schild komplett wegmacht und dann kann man mit der Waffe, die man in der anderen Hand hat, den Gegner halt fertig machen. Also ja, genau. Ich fand, es also, hat schon taktische, auf jeden Fall. Also hat schon seine Daseinsberechtigung gehabt, das Dual-Wielding, aber ich fand es auch nicht so gut, weil je simpler man das eben hält, desto flüssiger spielt sich das. Mir war das auch immer zu sperrig, ehrlich gesagt. Das Dual-Wielding? Ja, war mir auch zu komplex, ehrlich gesagt. Vor allem, wenn gleichzeitig meine Lieblingswaffe noch rausgenommen wird. Also das Was Bad für ein Rival, Schlag ins Gesicht. Ja, das ist schon... Also ich habe viel Spaß gehabt, auf jeden Fall auch mit Multiplayer und alles. Und Halo 2 kennt man ja. Aber tatsächlich habe ich mit 1 mehr gespielt. Sowohl Versus als auch im Koop auf Hardcore. Dann auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie der hieß jetzt. Legendary, ja. Ey, ganz ehrlich, ich will kurz nochmal zu Teil 1, nur zu dieser Nummer noch zurück. Da gibt es diesen einen Level, wo du am Ende mit so einem Transportstrahl in das feindliche Alien-Raumschiff hochgebeamt wirst. Und da öffnen sich die Türen und es kommen nach und nach Gegner. Und irgendwann kommen 2 oder 3 Unsichtbare mit Schwertern, ja, Alter. Ja, das war... Oh, ey, und das auf Legendary, 2 Stunden oder so. Für diese 5 Sekunden, wo du einfach nur versuchst, diesem einen Typen auszuweichen und auf ihn zu ballern, bis er bei dir ist, ja. Das war so geil. Ja. Ich hab's ja auch auf dem Schwierigkeitsgrad durchgespielt und es war echt so eine Hassstelle, weißt du? Weil du hast überlegt, du hast die ja schon von Weitem gesehen. Die waren unsichtbar, aber du hast sie anhand ihrer Schwerte erkannt. Und dann musstest du dir überlegen, wie füge ich dem Ersten jetzt schnellstmöglich ganz viel Schaden zu, dass wenn er auf mich zugerannt kommt wie ein Stier, dass ich den kaputt krieg und mich um den Zweiten kümmern kann. Es war echt voll der Terror. Ja, das ist ja schon immer die Faszination von Halo, zumindest für mich. Ja. Jeder hat irgendwie so ein ganz eigenes Spielerlebnis. Also genau das, was ihr gerade beschrieben habt. Es gab dann immer für jeden eine Stelle, weißt du, das war so der entscheidende Kampf für mich im ganzen Spiel. Es muss doch nicht mal das Finale gewesen sein. Theoretisch kann es auch ganz am Anfang sein, aber es gibt dann immer so eine Stelle und die fordert dich total und dann sitzt du eine ganze Nacht dran. Aber wenn du es dann geschafft hast, das ist geil. So vorher bei anderen Shootern hat jeder den irgendwie so gleich gespielt. Also der eine vielleicht mal auf Normal, der andere auf Hard, aber im Prinzip das Spielerlebnis war von jedem irgendwie immer gleich. Aber bei Halo, dadurch, dass sich die Kämpfe so organisch irgendwie dir angepasst haben und du musstest dich wieder den Gegnern anpassen. Also ich glaube, jeder spielt Halo völlig anders. Welche Stelle meinst du jetzt mit den... Du meinst die, wo du hoch in diesen Lagerraum kommst, wo die Panzer stehen? Nein. Da stehen noch diese Kisten noch rum, diese komischen Container. Ich habe jetzt eine ganz... Ich habe eine ganz andere Stelle gemeint. Scheiße, wahrscheinlich. Ja, passt schon. Und zwar war das die in dem Raum, wo man später den Captain findet, der dann eigentlich... Ach, da. Ja, du meinst mit diesem Raum in der Mitte, wo er dann mit oben dem drauf Aufgang, ist. Da, mit dem Hochgang. Genau, und das war ein Raum, entweder auf dem Hinweg oder auf dem Rückweg, ich habe keine Ahnung. Aber da gibt es auch nochmal eine Stelle, wo eben diese 2 unsichtbaren Elites stehen. Und das war die Stelle, wo ich meinte. Die Unsichtbaren waren auch knallhart auf Legendary, kann man das sagen. Aber ich habe das im Koop gespielt, damals mit Timo, einem guten alten Freund, immer nach jedem Saufgelager am Wochenende sind wir immer noch heimgegangen und haben noch 3-4 Stunden Halo auf Legendary gespielt. Das geht am besten, wenn man rotzbesoffen ist. Ja, aber teilweise sitzt du halt stundenlang an so einem Checkpoint, der manchmal nicht lange dauert. Du startest und wenn du quasi durchhältst, ist nach 5 Minuten der nächste da. Du kommst halt einfach nicht dahin. Mhm. Das war so geil und das gab es damals auch noch nicht. Also, dass so gute KI da war, die dich auch so beschäftigen konnte. Ätzend auf der anderen Seite wieder, manchmal kommt es ja auch vor, wenn Checkpoints eben nicht ausgelöst werden. Kennt ihr das? Ja, so, klar, das ist total willkürlich. Eine schwere Stelle geschafft, voll cool. Ja, genau. Ja. Und du hast immer das Gefühl, du musst irgendwie doch so eine gewisse unsichtbare Grenze überschreiten, damit der Checkpoint dann aktiviert wird. Und manchmal ist das nicht passiert und das war dann extrem ärgerlich, wenn man dann so einen schweren Kampf nochmal wiederholen musste. Also das hat mich immer schon ein bisschen geärgert. So, what the fuck, Alter, warum hast du das nicht gespeichert, du Penner? Nö, ich mach jetzt aus. Ich spiel Teletubbies. Große Bootsfahrt. Teletubbies. Habt
Habt ihr zu Halo 2 speziell noch was? Sonst würde ich dann weitergehen. Ich könnte kurz die Story versuchen weiter zu erklären. Nein, ich habe es mir gerade nochmal durchgelesen. Okay. Vielleicht fassen wir sie nur, dass wir das grob noch haben, weil in der Grobfassung wird es dann ja aufgelöst. Wir müssen ja dann gleich hier dann ich weiß, ich versuch's. Ja. Es startet also man sieht es am Anfang so, der eine wird bestraft, der andere belobigt und dann greift plötzlich der Prophet des Bedauerns an. Bei der Erde und gerade in dem Moment, als du halt, weißt du, deine Ehrensalut irgendwie abholst und dann ist natürlich wieder Action sofort. Das Lustige daran ist, dass der Prophet den gar nicht gesucht hat, die Erde, sondern, also er wusste nicht, dass die Menschen da wohnen, sondern der ist gekommen, auch mit einer ganz kleinen Flotte, meinte irgendwie, Kies meint irgendwie, also nicht der Kies aus dem ersten, sondern die Tochter, meinte irgendwie, das ist bei Reach war das 50-fache der Flotte, also könnt ihr euch mal Halo 2 angucken. Was da für eine Flotte kommt, das mal 50 und das sollte dann auch in Reach kommen. Das erwarten wir jetzt. Da muss jetzt richtig was gehen, ey. Das Lustige ist halt, wie gesagt, dass der Prophet des Bedauerns halt nur gedacht hat, er sucht ein weiteres Artefakt der Blutväter und zwar die Arche und der findet dann irgendwie auf der Erde auch. Also erstmal ist er überrascht, dass die Menschen da sind, dann findet er aber ein Artefakt, dann merkt er, dass irgendwo in Afrika, Mombasa, irgendwo was vergraben ist, was zur Arche führt. Und springt dann aber irgendwie mitten in der Stadt in den Slipstream, was halt die Stadt ja so komplett so, und also als er merkt, er hat keine Chance und alle versuchen in sein Schiff zu kommen und die haben ja wahrscheinlich ähnliche Protokolle wie die Menschen, dass man nicht, weißt du, denen nicht alle Daten geben darf und so, deswegen springt er halt und die Keys, also die weibliche Keys jetzt fliegt mit ihrem Schiff halt hinterher und der Master Chief ist auch dabei und so und so und so und dann kommen sie zu Halo Delta, was da auch jetzt wieder, ich weiß, es ist auch wieder ein Halo-Ring, aber es ist eigentlich kein Ring, es ist, glaube ich, so ein Kreuz. Wisst ihr, was ich meine? Ist es nicht Installation 05 einfach, den sie dann finden? Im ersten Halo aber der heißt Halo Delta, deswegen, ich weiß nur nicht genau, ihr müsst jetzt auch nachgucken. Nee, also es wird schwierig, aber auf jeden Fall, ich fasse es kurz, ja. Es geht auch wieder darum, hier Halo und die einen wollen den aktivieren, weil sie es immer noch nicht gecheckt haben und die anderen wollen es verhindern, weil sie ja mittlerweile wissen, dass es eben die Halo-Ringe böse sind sozusagen. Bei den Aliens dringt das ja auch nicht durch, so, weil ja auch immer die Leute sterben, die es erfahren, so ungefähr. Und wieder ein unterdrückerisches System. Genau, und dann kommen die Brutes, die ja jetzt auch total stolz sind, dass sie endlich die Führer sind und sind natürlich komplett komplett den Propheten untergeben und machen halt alles, was die wollen und die Propheten wiederum sind einfach verblendet und deswegen hast du halt quasi so Leute gegen, da kannst du nicht argumentieren, selbst als die Elite es irgendwann raffen und meinen, ey Leute, glaubt mir doch, bitte. Ihr macht alles kaputt und die wollen es einfach nicht, weil sie wollen halt einfach geliebt werden von ihren Anführern und wollen die große Reise und gut ist so, ja. Und dann ist das Lustige, weil auf diesem Planeten passiert was komisch wirkt, eigentlich so, aber muss wohl sein. Und zwar ist da auch wieder die Flood. Die ist ja mittlerweile ist ja nicht richtig eingedämmt, sondern sie ist ja nur quasi kurz, der Halo-Ring wurde halt zu kurz zerstört, wo sie drauf war. Aber die Flood existiert ja, wie wir gelernt haben, ist die nicht zu zerstören. Und der Master Chief fällt in irgendeinen Schlund, weil er aus irgendeinem Raumschiff rausfällt. Das passierte mir auch oft, dass er irgendwo rausfällt. Das ist ja diese Wassersequenz, ne? Ja, und landet dann, aber wird quasi gefangen genommen von so einer Art Schwarmintelligenz der Flood, von diesem so einem König, Königin. Gravemind. Und später kriegt er auch noch den Arbiter. Das heißt, du hast dann diesen Gravemind, der wie in so einem Cartoon so die beiden Helden so in der Hand hält und meint, hier, und dann sagen die, ja, wenn hier der Ring zerstört wird, dann bist du auch im Arsch. Und dann sagt er, das stimmt. Ja, eigentlich und richtig. Und setzt die dann an verschiedenen Stellen wieder ab, um irgendwie was zu machen, um es aufzuhalten. Und dann schafft man das am Ende natürlich, den Brute, du hast vorhin den Namen noch gewusst. Tartarus, zu erledigen. Und auch sogar den Guilty Spark, auch irgendwie, der auch noch am Leben ist natürlich, so halb zu erledigen, der das dann aktivieren will. Und letztendlich ist alles wieder so quasi gut, sage ich jetzt mal. Und das endet ja dann so, dass der Master Chief, also ich habe es jetzt sehr kurz zusammengefasst, aber es reicht ja. Es endet dann so, dass der Master Chief in einem gestohlenen Raumschiff sozusagen bei der Erde ankommt, gerade in dem Moment, als die restliche Alien-Flotte, nachdem sie ja von dem Prophet des Bedauerns quasi gerufen wurde, dass sie eben da ankommt. Und gleichzeitig kommt auch der Master Chief an und hat eine riesen Bombe dabei und meint halt nur so, warum bist du in diesem fremden Schiff? Ja, um den Krieg zu beenden. Ja. Und dann endet das Spiel und du denkst dir, ist das gut? Ja, Alter, was für ein Cliffhanger, ey, scheiße. Das ist eine gemeine Scheiße auch. Ja, ich find's richtig cool, wie du das jetzt gerade erzählt hast, weil ich hab's... wirklich sehr, sehr kurz. Egal, ich find's geil. Ich hab das vorher nie wirklich überrissen und könnt's jetzt auch nicht mal annähernd so zusammenfassen. Und mich ärgert's gerade deswegen wieder, weil Halo so das Storytelling nicht wirklich drauf hat. Also, die Ideen sind ja wohl echt super, aber wenn ich dran denke, wenn ich das erste Mal spiele, dann überreiß ich das nicht mal annähernd. Für mich
mich ist es eine Aneinanderreihung von Levels und kryptischen Dialogen und Charakteren, die ich nicht kenne. Scheiße eigentlich. Das ist so. Gerade jetzt, weil Red Dead Redemption, weil wir das ja auch gerade zocken und so, kennt er ja. Ich finde es einfach schön nachvollziehbar, wie da die Charaktere geschrieben sind und abgebildet werden. Weißt du, ich raff's. Es passt auf meinen einfachen Geist drauf. Ja, es ist wirklich schwer zu raffen. Aber schon, ich habe manchmal das Gefühl, dass sie echt, die haben halt diese epische Story, die auch wirklich, ne, kannst du echt mitdenken, immer wieder Wendung. Die ist schon wirklich gut. Also die Story, die ist nicht schlecht. Aber ich glaube, so ein bisschen dieses Metal Gear Solid-Syndrom zu vermeiden, dass sie die Spieler mit zu viel Story überladen, halten die es immer so kurz. Also mir geht es genauso. Beim ersten Mal, ich bin auch irgendwann überfordert. Also ich check auch nicht mehr ganz, wo bin ich jetzt gerade, wer, wie, gegen wen so. Also ganz grob, das Ziel vergisst du natürlich nie. Aber in welcher Beziehung, wer dich jetzt gerade wohin geschickt hat, um was zu tun, welche Partei das eigentlich will, du hast recht dran. Also so richtig, so wirklich ausgefeilt ist das Storytelling nicht. Also im Nachhinein. Ja, es ist im Nachhinein, wird alles dann immer so groß gemacht, sozusagen. Ja, es wird halt wenig erklärt, genau, weißt du, die wollen es mystisch halten und der Spieler soll selber raffen, was gerade abgeht und also muss auch ganz genau im fünften Nebensatz eine wichtige Info raushören und zum Beispiel, das gelingt mir halt nicht. Genau, aber muss ja auch, also du verlierst ja auch innerhalb eines Levels ganz schnell wieder die Erinnerung an das, was vorher war, weil so viele andere Eindrücke. Und dann allein, dass dieser Prophet am Anfang, du denkst halt, okay, die greifen an. Und dann wunderst du dich, dass sie halt kurz angreifen und plötzlich sofort wieder aus der Stadt rausspringen, also flüchten. Und du raffst es ja alles gar nicht, dass er sich vertan hat, dass er eigentlich was anderem gesucht hat. Das kriegst du ja alles erst so im Lauf der Zeit mit. Und dann heißen die auch noch alle so Prophet der Wahrheit, Prophet des Bedauerns, die Brutes, die Elite, Alter, genau. Die Covenant, Propheten habe ich gerade erledigt? Ja, die Flood, der Gravemind. Genau, es ist einfach sau viel. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Naja, aber es war schon ein cooles Ding. Also am Ende war dann auch so, wo du so aufstehst und und irgendwie den letzten Fight, also den besseren Cliffhanger kann man sich tatsächlich nicht wünschen. Beim Gravemind hat mich immer genervt. Das war, glaube ich, das ist nur eine technische Sache meines schlechten Equipments damals noch gewesen. Der war, also was der Gravemind gesagt hat, das war immer so leise abgemischt gegenüber der Musik. Ich habe es nicht verstanden. Also, was soll ich? Die Abmischung war total beschissen, ey. Ich habe irgendwann echt Untertitel angemacht, weil ich nichts verstanden habe. Also, war ja auch so künstlich, so ganz tief gemacht mit der Stimme, so mit Stimmverzehrer. Und es ist schon blöd, wenn du gerade merkst, oh, es ist eine total wichtige, epische Szene und ich verstehe einfach kein Wort, so akustisch jetzt. Gregor, fand ich ein bisschen doof. Nee, es ist gerade so spannend. Ich hab null Plan, was da abgeht, weil es nicht durchgespielt habe. Also ich hätte fast gerne noch die Frage, was, spoilern darf man ja hier, was war denn das Ende, wo der Gravemind die Cortana bezirzt oder was zur Hölle auch immer? Auch seltsam. Der Cortana bleibt auf dem, also so, in Halo 2 kommt die High Charity, das ist so die Hauptstadt der Aliens, wo halt auch die Propheten quasi leben und so und also das Heiligste, was die haben, so wie ein Planet halt, kommen halt dahin, zu diesem Halo Delta, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und Cortana bleibt am Ende da, um irgendwie zu garantieren, dass irgendwie High Charity oder was auch immer vernichtet wird oder der Halo Ring, ich weiß es so auch nicht mehr genau, aber sie bleibt deswegen da, aber sie bleibt dann dummerweise halt mit der Flood da, weil der Gravemind ist ja auch quasi auf dem Planeten. Er infiziert diese Stadt. Genau, und dann, dieses ist ja ganz komisch, wie die Flood irgendwie Elektronik und so beeinflussen kann, raff ich auch nicht, aber sie können es ja irgendwie so, weil sonst, es gibt ja diese in Flood-Schleim eingehüllten Schiffe, die dann auch so halb gesteuert werden scheinbar von der Flat. Und scheinbar können sie auch so an Cortana ran, so ein bisschen. Das wird aber nicht so richtig erklärt, habe ich das Gefühl gehabt. Nee, das stimmt. Genau. Es wurde nicht so... Ganz am Ende gibt es ja diese Szene, irgendwie, ich sag dir alles, was du wissen willst. Diese kurze Unterhaltung zwischen Cortana und dem Gravemind. Und da habe ich wirklich geglaubt, pass mal auf, am Ende verrät ich Cortana. Also was das auch für ein krasser Twist gewesen wäre, so deine große elektronische Helferin, diese süße, blonde, virtuelle Frau. So, weißt du, und wenn die dich am Ende verraten würde, das wäre extrem krass. Das wär geil gewesen. Ich habe sowas schon fast abgesehen, aber du hast schon recht, also eigentlich so richtig eine Relevanz hat die Szene eigentlich jetzt nicht wirklich. Ja, nee, es ist halt notwendig, Cortana erstmal da zu lassen, dass man sie später wieder retten kann, wenn sie mit dem Schiff dann zurückkommt. So. Aber so richtig, das ist auch der Teil, den ich nicht so ganz verstanden habe. Ich glaube aber schon, dass man das in einem Buch oder so irgendwo mal erklärt bekommen hat, aber ich habe nur das erste Buch gelesen. Also ich weiß es einfach nicht. Am Ende, wie bei Lost, am Ende ist alles gar nicht so wichtig. Am Ende kommt, wie gesagt, Chuck Norris hat geträumt. Es wäre so schön, wie bei Family Guy, wo ihr J.R. irgendwie aufwacht. Nee, was war das Bobby Ewing aus der Dusche kommt. Schlechter Traum. Nochmal Glück gehabt. Also man sieht echt auch, Halo inspiriert anscheinend zu großen Diskussionen über die Story, einfach weil da so viel Potenzial und Material dort drin vorhanden ist. Wir haben darüber gesprochen, dass das Halo 2 eigentlich der Brückenteil war, weil die große Auflösung, wie es letztendlich quasi ausgegangen ist, weil wirklich zu Ende ist es ja, glaube ich, immer noch nicht, wenn man das beste Ende durchgespielt hat, ne, bei Halo 3.
Dazu gleich. Dazu gleich mehr. Tja, dazu gleich mehr ist in diesem Fall eher ein wenig relativ zu sehen. Wir haben nämlich, nachdem wir diese kurze Pause gemacht hatten, satte 2 Stunden weitergelabert über Halo und deshalb habe ich mich entschlossen, diesen Podcast wie schon andere zuvor in 2 Teile aufzuteilen. Das heißt, jetzt ist erstmal Schluss und der 2. Teil folgt, aber das kann ich schon versprechen, nicht erst in 2 Wochen, sondern gleich nächste Woche. Also wird es, glaube ich, kein Arzuhalter-Cliffhanger dann für euch sein, so lange durchzuhalten. Ich würde mich wie immer weiterhin freuen über Feedback hier direkt im Blogpost oder unter podcast@gameone.de. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich im Namen von Wolf, Simon und Trant. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.